Lalalala. Man müsste langsam. Ach, man muss in die Maus wieder hin. Schwups. Kuckuck. Sind wir? Du kannst kontrollieren. Ja. Ja, wir sind da. Sehr schön. Herrlich. Moin und herzlich willkommen. Die Kamera. Hallo, 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 hallo. Wir machen einmal in die Kamera hallo. Wir machen in die Kamera hallo und jetzt. Oh Gott. Und wir machen in die Kamera. Das war, glaube ich, nur wild. So, einmal hallo in alle Kameras. Frage Nummer 1, weil Chat sehe ich jetzt hier. Wie ist Ton, wie ist Bild, wie ist Stream-Zustand? Funktioniert alles? Hört ihr uns? Klappt das alles? Das muss ich auch mal ein bisschen... Also gesehen auf jeden Fall schon, wurde berichtet. Sehr gut, sehr gut. Hört ihr uns? Alles top, Bild perfekt, Tonkamera, ja, passt. Das und wir sehen auch noch gut aus. Oh. Ja, ich war in der Maske vorher. Ich war noch kurz in der Maske, deswegen sehe ich jetzt auch wieder richtig frisch aus. So frisch, wie man nur aussehen kann. Ja, ja, alles Trug und Schein und... Anti-Aging hilft, du. Ah, das wird auch, obwohl ich keine Nächte mehr durchmache, ist es trotzdem irgendwie... ich weiß auch nicht. Ist der Corona-Stress, der sich hier ablegt. Dann, aber der hat das hier immer tiefer und alles. Jo, wir haben 72 Zuschauer, 73. Mega cool. Ihr kommt ja echt aus allen Ecken mal wieder her. Das ist... Ja, ich habe eben gerade schon geschrieben, we are so international. Mhm. Greetings from Belgium, from Wales. Oh, 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 Belgium. And from the Lüneburg Heath. Yeah. Lüneburger Heide. So, was haben wir heute auf dem Zettel? Ich habe sogar Zettel damit. Ich habe sogar was auf dem Zettel. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Gibt ein paar News. Es gibt ein bisschen Infos. Ich habe geguckt, das letzte Mal waren wir am 9.12. Online, live für euch. Wir, das ist ja schon 3 Monate dann wieder. Ja, und ja, da dachte ich noch, cool, ich könnte im März wieder einen Workshop geben. Eigentlich wäre ich jetzt in Magdeburg und würde jetzt in Magdeburg einen Workshop geben. Falls jemand aus Magdeburg da ist, verdammt. Ich sehe gerade, die Creme ist für Tommy. Ja, ja. Ich bin älter, ich darf die Anti-Aging-Creme eher haben als sie. Ja, die ganzen Workshops, dazu komme ich noch gleich, was damit jetzt ist, wie es damit ausschaut, was wir jetzt machen. Wir wollen über das Festival reden. Am Sonntag hat mir irgendein Vögelchen gezwitschert, gehen die Tickets online, also am Sonntag 12 Uhr. Wecker stellen. Cheap, cheap. Dann kannst du diesen komischen Raben daneben. Oh nee, aber der Rabe. Ich glaube nicht, dass der so aussieht, als würde der freiwillig irgendwas hergeben. Ja, könnt ihr den erkennen? Ja, 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 diesen Blick. Der Rabe sieht eher aus wie von Angry Birds irgendwie noch so. Ja. Aber er ist toll, der Rabe. Hat getöpfert. Ja. Ja, es soll übers Festival wollen wir reden. Wir wollen euch heute die ersten Infos zum Light Painting Festival geben. Was steht so auf dem Programm? Was haben wir uns alles überlegt? Da gibt es ja ganz, ganz, ganz viel. Dann hatte ich um Bilder gebeten. Ihr sollt mal ein paar Bilder einschicken, die wir besprechen wollen. Irgendwie habt ihr mich etwas bombardiert mit Bildern. Ich habe so viele Bilder. Bombardiert. Naja, also ich habe... Übertreibung ist alles, ne? Ich habe aber extrem ihr habt viele Bilder eingereicht. Eingereicht. Viele Bilder also eingereicht. Also letztes Mal, muss man sagen, hatte ich weniger als die Hälfte an Bildern. Wir haben, jetzt habe ich ja 16 Bilder mal rausgesucht. Die werden wir besprechen. Ihr habt mir coole Texte geschrieben. Das hat echt geklappt. Hier sind voll die Geschichten dabei. Das ist gut. Und die wollen wir besprechen, zeigen. Wir wollen unsere Meinung dazu geben. Ihr könnt euch eure Meinung dazu geben. Wir werden nicht alle Bilder intensiv besprechen. Dafür ist die Zeit nicht da. Wir klicken alle Bilder durch. Werden aber ein paar uns einfach rauspicken, wo man mehr reden kann drüber und versuchen dann da mehr zu reden. Mhm. Grundsätzlich zum Allgemeinen einmal nochmal einen Zwischenwurf. Olaf wird hauptsächlich natürlich die ganze Zeit wieder mit euch reden und auf die Art und Weise interagieren. Ich bin hier wieder hauptsächlich für den Chat zuständig. Ich lese das alles. Wenn ihr mitchatten wollt, müsst ihr halt einen YouTube-Account so gesehen einmal anlegen, ein Konto anlegen. Kostet nichts, aber dann können wir da auch interagieren. Ihr könnt eure Fragen stellen. Ich lese das alles. Falls sie gerade an der Stelle halt nicht passen, notiere ich sie mir und dann gehen wir sie später durch. Ja, genau. Den Chat wollen wir genau mit einbeziehen. Ihr sollt über den Chat mit uns kommunizieren. Ist ja die einzige Art und Weise leider hier über YouTube.
Wir wollen auf eure Fragen eingehen. Ihr könnt alles Mögliche fragen, was euch interessiert. Da bin ich auch einfach mal gespannt. Da machen wir nachher eine schöne, lustige Fragerunde. Und jetzt hast du mich rausgebracht. Ich weiß nicht mehr, ich wollte noch drüber reden. Ja, ich habe hier so ein bisschen Zeug zu stehen. Also einerseits, ich muss ja mal ein bisschen Werbung für mich machen. Ja, darf ich? Erzähl es doch einfach an der Stelle, wo du es dann auch wirklich erzählst und nicht doppelt. Was? Ja, steigst du jetzt in das Thema ein oder? In welches Thema? In das Thema Werbung. Ja. In das Thema Werbung natürlich. Momentan ist die Werbung und das alles halt für mich die einzige Einnahmequelle so groß, weil Workshops und alles andere fällt ja flach. Alles andere läuft nicht, funktioniert nicht. Das ist ja ein Dilemma mit dem ganzen Corona-Mist, dass wirklich eins nach dem anderen hin und her geschoben wird. Deswegen, na klar, müsst ihr ein bisschen Werbung ertragen, aber so wie viel ist es gar nicht. Und außerdem habt ihr auch immer Vorteile, gerade halt, wenn es ja auch um die LED-Laserlampen geht. Da wollte ich nochmal ein bisschen nachher mit euch drüber reden, gerade wegen der neuen Farblampe, die es ja jetzt gibt, die P6R Core QC. Und ansonsten gibt es nämlich noch was zu Laowa, zu diesen süßen kleinen Objektiven. Kann ich ja schon mal erzählen. Ich bin jetzt Laowa Ambassador. Das heißt, ja, also ihr könnt mich jetzt auch ein bisschen löchern, was halt Laowa Objektive anbelangt. Da wird es mehr Infos demnächst auch geben. Ich habe jetzt diese beiden hier, die sind echt süß, die sind richtig schön klein. Passt ja zu Olympus. Vor allem, wenn man das mal vergleicht mit so einer, mit so einem 714. Und ich habe hier 7 mm, also das ist schon krasser Unterschied. Und ich, du mit deinen großen Händen, ja, verdeckst das. Nee, wie soll ich denn so eine kleine Linse halten? Ja, so, damit man sieht, wie winzig sie ist im Vergleich. Also das, ja, das ist richtig leichtes Equipment dann. Genau, da gibt es jetzt demnächst auch weitere Infos noch zu den Laowa. Das startet alles jetzt gerade. Wo ich aber anfangen wollte, ist das Buch, das Lightpainting-Buch, Einstieg ins Lightpainting. Wer es von euch noch nicht hat, der, da kann ich nur sagen, kauft es euch, weil viele gibt es nicht mehr. Es müssten noch so knapp über 100 Stück sein, die es aktuell davon noch gibt. Dann ist diese Auflage von diesem Buch weg. Also davon wird es dann kein weiteres mehr geben. Die sind halt limitiert, die Bücher, auf eine bestimmte Stückzahl. Das ist echt Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass die so schnell weg sind. Aber ja, wenn ihr es noch nicht habt, kauft es. Seid schnell, kostet nur 25 Euro. Das ist echt nicht viel. Und da steht ganz, ganz viel drin in diesem Buch. Wenn ihr es signiert haben wollt, das signiere ich auch liebend gern, wenn ihr irgendwo mal, wenn wir uns mal wieder sehen bei einem Workshop oder so. Oder ihr schickt es her, ich signiere es und schicke zurück. Keine Ahnung. Irgendwie kriegt man sowas auch hin. Besser persönlich. Ja, besser ist es persönlich. Das machen, man sieht sich nochmal irgendwo. Was wolltest du sagen? Genau. Ich wollte sagen, den Titel Einstieg ins Lightpainting trägt das Buch auf jeden Fall zurecht. Ne? Also es ist echt toll zu lesen. Auch sozusagen das Feedback, die Bewertungen unter anderem auf Amazon und so genau, weiter. Genau, dann riesengroßes Dankeschön für diese tollen Bewertungen. 84 Bewertungen hat es aktuell bei Amazon und 4,7 von 5 Sterne, finde ich. Oh. Ja. Ja, doch, finde ich mich noch. Ist echt cool. Julie fragt, wie groß die Auflage war. Die war 2000 Stück, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Ist halt, kann man halt nicht absehen, was für eine Zielgruppe das ist. Wie groß und alles, deswegen kann man das nicht genau sehen. Aber 2000 Stück etwa war es, glaube ich. Oder 2000, über 2000 knapp ein bisschen. Die sind halt, wie gesagt, jetzt fast ausverkauft. Etwa 100 Stück gibt es noch. Deswegen zuschlagen. Aber kann ich schon verraten? Nö, doch. Naja, es wird definitiv noch ein weiteres Buch geben. Vielleicht. Je nachdem, wie fleißig ich bin, wird es eine ergänzende Neuauflage geben. Also es wird kein neues Buch geben. Weil ich mit dem Verlag gesprochen habe, Lightpainting, wir sind halt eine kleine Familie, wir sind eine kleine, es gibt nicht so viele Lightpainter und das interessieren sich nicht so viele Leute für Lightpainting. Deswegen hat der Verlag auch gesagt, nee, ein Teil 2 kommt nicht in Frage. Das ist halt keine Zielgruppe da und die größere Zielgruppe, also ist halt wirklich bei den Leuten, die einsteigen wollen ins Lightpainting, anstatt halt die Leute, die schon was wissen, weil ich glaube nicht, dass die sich dann nochmal ein Buch kaufen. Deswegen wird es dieses Buch als Neuauflage dann geben. Ich werde ein paar Titel ergänzen. Der Plan ist es, um die 40 bis 50 Seiten aufzufüllen
Und die Bilder werden geupdatet, ein paar Themen da drinnen werden noch verbessert, ausgearbeitet, nochmal ein paar Kleinigkeiten verbessert und dann mal schauen. Also es wird dicker sein als jetzt die 190 Seiten, also so 240, 250 Seiten, das wäre schon cool, wenn ich das schaffe. Muss ich mal gucken. Das Buch könnt ihr, weil ich das gerade auch lese, überall erwerben, wo es Bücher gibt. Haben Buchhandlungen schon offen? Ja. Mit Terminen, glaube ich, ne? Buchhandlungen durften auf jeden Fall öffnen. Rausgeben durften sie sowieso schon länger. Ja, also ihr kriegt das Buch überall, wo es Bücher gibt. Also ihr könnt in Buchhandlungen gehen, alle großen Buchhandlungen haben das. Ansonsten geht ihr auch auf Amazon oder ihr geht halt bei mir auf meine Homepage solek.de. Da ist auch ein direkter Link dazu. Wenn ihr schon bei Amazon bestellt, dann bestellt es doch ganz gerne über diesen Link auf meiner Homepage. Das wäre nett, weil so kommt nochmal so ein paar Cent, sind wirklich nur ein paar Cent dann, die dann noch bei mir landen, weil pro Buch verdient man ja als Autor auch nicht wirklich viel. Das ist ja, also ich habe das Buch nicht gemacht, um Geld zu verdienen, ich habe das Buch gemacht, um ein Buch gemacht zu haben. Ja, die Frage, gibt es das dann auch wieder als E-Book? Ja, wird es auch wieder als E-Book auch geben. Natürlich, das wird es dann auch wieder. Also letztendlich bleibt alles gleich. Wir werden das Cover ändern, das Format. Was? Ja! Letztendlich bleibt alles gleich. Wir ändern nur dieses. Also, ich würde sagen, lasst euch einfach überraschen, was noch als Zusatz hineinkommt. Es wird nochmal. Es wird anders aussehen und es wird auch zusätzlich Inhalte haben. Ja. Mann. Ja, mal schauen. Also, ich muss mal gucken, was ich da noch alles reinbaue. Ich fange jetzt dann an halt mit der Arbeit und geplant ist es dann, dass das zweite Buch, also die Neuauflage, dann Spätherbst rauskommt. Also oh. Also vor Weihnachten. Vor Weihnachten soll das rauskommen. Und das ist auf jeden Fall so der Plan, der grobe. Das heißt, ich muss bis Juni fertig sein mit dem Schreiben. Weil das dauert immer echt ein paar Monate auch, bis wirklich dann vom Schreiben das ganze Buch auch fertig ist. Das dauert das eine ganze Weile. Geht viel hin und her. Und gucken wir mal. Ich würde, weil da gerade die Frage kommt, also dieses Jahr kommt das Buch auf jeden Fall raus. Dieses Jahr, definitiv dieses Jahr. Ja. Mike hat das gefragt. Liebe Grüße an Mike und Bibi, die sind auch wieder dabei. Team Solek ist digital verbunden. Also definitiv dieses Jahr soll das Buch rauskommen. Und es lohnt sich trotzdem auch, die Erstauflage halt zu kaufen, warum nicht? Weil der Themenumfang ist im zweiten Buch halt mit drin, nur dass so ein bisschen was ergänzt wird. Also, warum soll man sonst auch so lange warten? Also müsstest jetzt hier ein Dreivierteljahr warten, bis du dann das, die zweite Neuauflage kriegst. Also von daher ruhig zuschlagen. Was haben wir sonst noch so auf dem Zettel? Achso, du machst heute gerade den Link. Ja, eigentlich eure Fragen würde ich dann ganz gerne beantworten, einmal nachher. Die machen wir, glaube ich, erstmal später. Ich würde eigentlich dann gerne damit starten, dass wir so ein bisschen mal über eure Bilder reden. Und wo suchst du denn? Das ist unter. Ich sehe gerade dein. Das ist unten. Solek. Nee, Solek. Hier. Da. Oh. Ach, was suchst du denn? Sag dich gerade, Solek. Warum suchst du Solek? Hast du nicht die Namensentstehung? Nein, die Namensentstehung habe ich nicht auf der Homepage. Ach, meine Güte. Die Namensentstehung gibt es da nicht. Ich hatte jemanden gefragt, ich habe es gelesen. Ja. Soll ich das erzählen? Aber wenn dann nur die Kurzform. Die Kurzform ist... Soll ich es machen? Ich bin schneller. Seit wann bist du schnell im was erklären? Erklären bin ich auf jeden Fall schneller als du. Nee. Wenn es interessiert, was so Solek, wie das entstanden ist, Solek gibt es jetzt seit genau 6 Jahren. Also der ist. Ruhe! Ich hab doch gesagt, ich wäre schneller. Also der Name ist vor 6 Jahren entstanden und Solek heißt eigentlich nichts. Es hat keine wirkliche Bedeutung, die es haben sollte. Ich wollte einen Namen haben, der kurz, hart, nichts mit meinem Namen zu tun hat, nichts mit Licht zu tun hat, nichts mit Fotografie zu tun hat. Das war dann einfach so ein Hin- und Her-Jonglieren mit Buchstaben. Daraus ist dieses Wort irgendwann entstanden. Lustigerweise ist Solek aserbaidschanisch und heißt im aserbaidschanischen Linie oder Strich, was wiederum halt auch im Light Painting gut passt. Wusste ich aber erst hinterher. Also ich habe das wirklich erst später rausgefunden. Wirklich der Name Solek ist einfach so entstanden. Einfach mal geguckt, was könnte cool klingen. Ich wollte halt etwas, was man sich gut merken kann, hart klingt und...
Ich wollte jetzt nicht Olafs Lichtmalereistube heißen oder. Ja, oder, ja, oder Olaf Schieche Fotografie oder der mit den Lichtern tanzt, keine Ahnung. Also ich wollte nicht so einen Namen haben, sondern ich wollte wirklich einen Namen haben, der einprägsam ist, den man sich so merkt und wo dann nicht irgendwann, weil das hatte ich mal, dass so eine Werbeagentur dann irgendwann ankommt und dann sagt, ja, die hießen da irgendwas mit Licht. Weiß Bescheid. Deswegen, so ist der Name eigentlich entstanden, vor 6 Jahren. Hat eine Weile gedauert. Aber scheinbar hat er sich ganz gut durchgemacht. Und Hashtag Solekrockt. Immer gerne verwenden, freue ich mich immer drüber. Ist das da noch dran? Ja. Ja, das kann man, ja doch, ja. Ich brauche ja nur da hingucken, für Idiot, ey. Herrlich. Nein, funktioniert auch noch mal gut. Jo! Dein Vater ist übrigens auch gerade im Live-Chat hier mit dabei. Wie, mein Fadi? Ach du. Ja. Er hat vorgeschlagen, Lichtorgel. Oh. Wäre doch auch gut. Lichtorgel. Das ist ja wieder für die Eingeweihten dann nur. Ja, ja. Also wer es noch nicht wusste, ich bin eigentlich gelernter Orgel- und Harmoniumbauer. Also das habe ich eigentlich gelernt. Kommt ja auch manchmal die Frage. Was ich denn überhaupt gelernt habe, ob ich Fotografie oder irgendwas mit Licht gelernt habe. Nein, ich bin Orgel- und Harmoniumbauer. Und jetzt, also eigentlich dann noch weiter ausgebildete Holztechniker, aber seit 3 Jahren, ja, mache ich das, versuche ich auf jeden Fall. Mal gucken, wie es, Lumen-Olaf, nee, kein Lumen-Olaf, sondern sowas, nee, Solek bleibt, Solek ist schön, außerdem kann man mit dem Namen machen, was man möchte dann auch noch später, das ist ja auch noch so ein bisschen das Ziel. Kommen wir mal zu den ganzen Bildern, die ihr eingereicht habt, Bilder, die ihr mir geschickt habt. Da haben wir echt ganz, ganz viel gekriegt, wenn ich meine Maus mal wieder aktiviert kriege. Ich weiß auch nicht, meine Maus schläft immer ein. Und dann, vielleicht muss ich auch einfach mal die Akkus tauschen. Ich wollte gerade Cheep Cheep machen, dann als Symbol, dass die Maus wieder aufgewacht ist. Ich meine, aber irgendwie... Ja, ja. Naja. Also, ihr habt uns ziemlich viele Bilder geschickt. Ich habe die alle mal aufgelistet. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal die ganzen Bilder an. Wir schauen einfach mal, was ist so dabei, was ist so an Fotos. Und natürlich wollen wir ein paar Tipps geben, wie kann man es besser machen. Oder halt, ja, wie würden wir es vielleicht lösen? So ein paar Kleinigkeiten einfach. Natürlich ist es immer schwierig, wenn man jetzt ein Bild... Ist aber kritisiert? Ne, ist ja nicht kritisieren, ne? Na doch, kritisieren ist ja, schon. Ja, ich finde, kritisieren klingt immer so hart. Ja, aber das ist, weil das Wort in unseren Köpfen irgendwie was Komisches auslöst. Normalerweise ist eine Kritik einfach nur das gebräuchlichere Wort für das Feedback. Feedback, ja. da sind wir neutral. Ja, wir machen Feedback. Ich gebe mein Feedback zu euren Bildern. Und klar, also mein Anspruch ist sowieso beim Lightpainting, ein Lightpainting soll niemals 100% perfekt sein. Wenn es 100% perfekt ist, dann machst du was falsch, weil wir wollen immer Steigerungen nach oben haben. Lightpainting ist handgemachte Kunst. Es muss dir selber gefallen, das Bild, und deswegen gibt es einfach nicht irgendwie dieses... Ich finde das halt ganz schwierig beim Lightpainting. Das ist richtig, das ist falsch, wie in einer normalen Fotografie. Es gibt ein paar Sachen, die kann man beachten, die kann man besser machen. Aber jetzt habe ich lange genug geredet. Jetzt machen wir mal darüber hier. Einfach mal, um zu zeigen, was habt ihr mir so geschickt? Was haben wir denn da so an Bildern? So, da haben wir zum Beispiel vom Steffen Salomon. Grüße nach Magdeburg. In diesem Sinne auch übrigens. Und das ist, hat er geschrieben, vor 2 Jahren an der Westseite des Magdeburger Doms entstanden. Erkennt man ganz gut im Hintergrund. Denn dort ist ein Labyrinth eingebaut mit Pflastersteinen. Erkenne ich jetzt so gerade. Da war die Idee des Weltraums entstanden. Saturn, Mars und Erde wurden in die Umlaufbahn gesetzt. Okay. Jetzt verstehe ich auch den Strich durch den hinteren Planeten. Also Planeten, das habe ich schon von Anfang an erkannt, aber ich hatte diesen hellen Strich durch den mittleren nicht ganz erkannt, muss ich zugeben. Das ist natürlich eine coole Idee. Es brauchte mehrere Versuche, insgesamt etwa 8 Minuten mit Live-Composite geringer ISO. Die Taschenlampe bekam Farbfehler jeweils, ein Lightplate beim Saturn und eine Malerrolle für das Labyrinth. Von der Idee her echt cool. Was mir halt als allererstes auffällt, ob es soweit wollte ich gar nicht reinzoomen.
Ach Mann, hier. Du hast die Linien hier vorne, hast du zum Beispiel vorne anscheinend gestartet und wieder geendet. Würde ich jetzt drauf tippen, einfach so wie das hier ausschaut. Mhm. Grundsatz Nummer 1, eigentlich wirklich bei allem, was sich irgendwie dreht und so, immer mit Linien hinten starten. Immer so weit wie möglich von der Kamera weg, sowas beginnen und wieder beenden. Dann wären sie unsichtbar für uns gewesen. Genau. Dann würde man das nicht so sehen, wenn halt der Startpunkt hinten wäre, weil man sieht, hier hinten ist das wirklich einmal sauber rum. Da kann man das nicht so erkennen, aber für mich sieht das aus, als hättest du hier vorne gestartet. Das hätte ich halt hinten gemacht, ne? Dann wäre das nicht gewesen. Das Umgebungslicht, ich weiß es nicht, wo es herkommt, ob das jetzt von... Ja, Dom klingt meistens nach beleuchteter Platz, ne? Irgendwie so Dombeleuchtung kommt. Mhm. Ist natürlich ein bisschen schade, dass hier vorne halt so ein komischer Streifen mit drin ist. Man hätte vielleicht noch ein bisschen reinleuchten können. Ich finde aber die Idee grundsätzlich cool. Also was ich halt hier wirklich gleich sehe und sagen würde, halt wirklich Linien, gerade diese Kreise hinten und vorne. Hinten starten und enden, so rum und nicht vorne. Das mal dazu. Auf jeden Fall, coole Idee. Finde ich sowieso schön, wenn man halt was im Kopf hat und sowas halt auch mit umsetzt, mit so Planetensystemen. Mhm. Tolle Sache. Kommen wir mal... nächsten Bild. So, wir haben eine Einreichung aus Russland. Jawohl. Nikolai, ich hoffe, ihr spricht das richtig aus. Tribuki, keine Ahnung. Nachnamen würde ich nicht aussprechen. Nein, würde ich nicht. Ich spreche es höchstwahrscheinlich falsch aus. Genau. War auch ein bisschen schwierig, weil ich er hat es mir auf Russisch geschickt. Tatsächlich die Beschreibung dazu. Das war auch, es war Russisch. Ich habe das dann nur mal schnell übersetzt. Ja. Ich hoffe, das ist richtig übersetzt. Finde ich ein sehr spaciges Foto. Ist halt irgendwie, ja, künstlerisch. Ja, künstlerisch feine Linien. Genau, hat er mir geschrieben, soweit, dass es auch mit Blende 14 im Live Composite, also auch mit Olympus entstanden ist. Was ich nicht ganz verstanden habe, wobei doch jetzt verstehe ich es. Er schrieb dazu, used steel wool und dann, Taschenlampe, Schlüsselbund, Festplatte, Gesundheit. Ich weiß nicht, was mit Festplatte, Gesundheit und sowas gemeint ist. Die Stahlwolle erkenne ich, die ist da so durchgegangen. Den Rest konnte ich jetzt nicht mit anfangen, leider. Aber ich finde es cool. Das ist so, es erinnert mich an Tron, das Bild. Es hat irgendwie was von Tron, so futuristisch. Er hat das halt saubere Energie genannt. Finde ich mal was anderes. Also gerade so dieses Element hier in der Mitte und wie das hier so gegen... ditcht und dann wirklich noch mit reingeht, finde ich echt genial gemacht. Gefällt mir. Vor allen Dingen auch hier hinten, wie das hier hinten wieder rauskommt. Das ist wirklich ein schönes Ding. Das nächste kommt vom Heinz Horneck und er schrieb dazu, das Bild entstand ganz spontan am 5. März, also noch gar nicht so alt. Zu sehen ist die Kulisse der Stadt Roding, seine Heimatstadt, die sich im Fluss Regen widerspiegelt. Flussregen? Mhm. Aufgenommen mit der Canon M50 bei 18mm Blende 11 ISO 208 Sekunden. Ja, und die Tools ist halt dann, ja, wie man gut erkennt, halt eine Tube. Und ja, ich find's ein schönes Bild. Ist natürlich schwierig, das Bild wird bei sehr dunkler Nacht entstanden sein. Mhm. Also ich finde das Gebilde mit der Tube sehr schön, ich finde die Kulisse sehr schön. Das gefällt mir echt. Ich hätte es persönlich jetzt vielleicht, ich kann immer nur von meinem Geschmack wieder reden, ich hätte es ein bisschen mehr beschnitten vielleicht. Ja, das wäre auch meine Kritik in dem Fall gewesen. Ja, dass man also einfach nicht so viel, ups. Ja, oder halt die... sagen wir mal so das Lightpaint, ja genau. Ne, so. Das ist schön. Oder halt alternativ, wenn halt nicht Zuschnitt, dann das Lightpainting weiter nach vorne zur Kamera geholt. Mir persönlich ist da auch ein bisschen zu viel leerer Raum sozusagen. Genau. Also natürlich ist die Kulisse eine schwierige, ne? Wenn du so eine Stadt im Hintergrund hast und das in dunkler Nacht machst, ist schwer, weil alles andere irgendwie im Schwarz absäuft. Wenn ihr sowas machen wollt, kann ich eigentlich immer nur einen Tipp geben draußen, achtet auf Vollmond. Gerade bei sowas kann man da mit dem Vollmond sehr viel rausholen, weil einfach beim Vollmond der Himmel ja schon deutlich heller ist und alles und man dann nicht so viel Schwarz mit drin hat und dann die Stadt so dunkel wird. Aber ansonsten wirklich tolle Kulisse. Das Lightpainting sehr, sehr sauber. Also da kann man absolut nicht meckern, finde ich.
Cool auch mit dem Regenbogen. So mit dem leicht lila drinnen, mit der Holotube finde ich echt schön gelöst. Also hier würde ich ganz klar sagen, halt den Zuschnitt. Dann haben wir vom Nico Lavundi eine Einreichung bekommen. Und er hat uns einen schönen Orb geschickt. Das sieht man jetzt heute ziemlich häufig, ne? So diese ganzen Orbs, gerade mit Tubes. Und er schrieb dazu, dass der Orb mit einer blauen Tube mit gelber Kappe in Bayern am Starnberger See gemacht wurde. 24 mm, Blende 4. Deswegen sieht man auch so schön oben noch die Sterne, ISO 125 Sekunden. Und er freut sich aufs Festival. Im Prinzip, ich finde es cool. Ich finde es besonders halt cool. Ich glaube, das müsste der Mond ja hier oben sein. Dass der auch so ein Sternchen gibt. Dass der halt auch so ein Sternchen gibt. Ich finde das toll, dass man halt die Sterne noch so schön miterkennt. Ist das rechts eine befahrene Straße oder was sehe ich da? Würde tippen, ja, ne? Da ist irgendwie was vorbeigefahren, leider. Das finde ich, ja, das zerstört das ein bisschen. Ist schade. Also. Lenkt den Blick halt sehr. Ja, drauf, man. Ne? Also vor allen Dingen die Farben passen halt nicht rein. Also ich hätte es cooler gefunden, wäre das nicht da, aber es kann halt auch eine Straße sein, wo einfach immer ein Auto lang fährt. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich habe keine Ahnung vom Starnberger See, wie das da ist. Starnberger See? Keine Ahnung, ich bin so selten in Bayern. Müssen wir nochmal einen Geografiekurs Deutschland machen? Wo ist denn der Starnberger See? Naja, Bundesland hast du ja schon. Ja, Bayern, aber Bayern ist ja auch so... Bisschen größer. Nee, ich finde... guck mal. Nico sagt gerade, ja, das war ein Bus, der da lang gefahren ist. Ja. Ja. Also, ohne den Bus hätte ich es cooler gefunden. Ich finde es ansonsten schön. Also, den Orb finde ich sauber. Der ist toll geworden. Finde ich nicht zu viel. Das ganz ist, bisschen ist er oben auseinandergekippt. Ja, aber es ist minimal. Da kann man eigentlich wenig meckern. die neigen halt auch oft zum Überstrahlen. Das ist da nicht der Fall. Ich finde das cool, so mit dem Bootstick und so. Das finde ich echt schön gelöst oder so. Eigentlich wirklich nur das, ansonsten ist das ein cooles Bild. Man hätte sich vielleicht streiten können, wenn man ein bisschen mehr rausgeht, ne? Ein bisschen mehr Kulisse macht. Jetzt willst du wieder mehr Kulisse. Aber man weiß es nicht, man muss vor Ort sein. Man muss vor Ort sein und das selber sehen. Gucken wir mal, jetzt wird's lustig. Dem Martin Hanisch. Das passt gar nicht so zu der Zeit jetzt. Aber ich finde das... Halloween, ne? Also der Halloween-Bild. Auch wenn Halloween vorbei ist, handelt es sich immer noch um eins unserer Lieblingsbilder. Hat er zusammen mit Olaf, also nicht mich, sondern den anderen Olaf, Heike und seiner Frau, wurde das Gespenst gepaintet. Also sie waren zu viert unterwegs. Dem anderen Olaf. Ja, Grüße an Olaf aus Berlin. Genau. Olaf grüßt Olaf, ich finde es immer wieder herrlich. Ja. Olaf gibt es ja nicht so oft, aber Olaf ist ein cooler Name. Olaf liebt Umarmung. Ja, ich liebe auch Umarmungen. Mann. Wer damit nichts anfangen kann, hier Frozen, Elsa und so, hier der Schneemann. Was hat er geschrieben? Ich stecke unter Heikes Kostüm, die Augen sind Dekolichter und dann hat Olaf noch eine Tube hinter mir gemalt. Meine Frau bediente die Kamera, die Höhle haben wir ebenfalls mit Dekolichtern illuminiert, das Schweben haben wir nach deiner Anleitung bei einem deiner letzten Workshops umgesetzt. Mhm. Das freut mich aber sehr zu hören. Mhm. Das ist cool. Ich finde es ein cooles Bild. Das hat Details, das ist geil. Das ist ein schönes Halloween-Bild. Ich finde diesen Geist geil. Und müssen wir mal ein bisschen reingucken. Ja, guckt, da. Ist schön. Der schwebt, ist unten ein bisschen durchsichtig. Das finde ich cool. Ja. Das ist wirklich so richtig schön Geist. Das ist ein geiles Bild. Da kann man nicht meckern. Ja, finde ich auch. Das Einzige, Farben gut gewählt. Ja, das Einzige ist, der Kürbis ist ein bisschen hell vielleicht. Ja. Da kann ich nichts meckern. Ich finde es ein cooles Bild. Ich finde die Ausleuchtung cool. Die Höhle ist absolut genial. Und ich stelle mir vor, wie ihr da mit Sack und Pack hoch seid. Diesen Grabstein und den Kürbis dabei hattet. Das war eine Gaudi, auf jeden Fall. Und ich stelle mir sowieso immer vor, wenn dann irgendjemand dazukommt und dann sieht, wie da jemand das so anfängt zu dekorieren und dann noch so Augen hinlegt. Und dann mit Licht da was bemalt, ich weiß auch nicht. Geil. Gehen wir mal wieder ins Bundesland Bayern. Aha. Jetzt wird's freaky. Der David Riedel. Oh ja.
der... Stimmt, das hatte ich schon in der Live-Painting-Gruppe auch bei uns gesehen. Das hatte er da, glaube ich, auch schon gepostet. Also das ist ein Bild für Augen, glaube ich. Ne? Das flasht ganz schön, finde ich, das Bild. Ja. Ziemlich genial. Ja. Krasse Kulisse einfach da mit dem Olympiapark. Scheint wohl von letzten Samstag zu sein, das Bild. Das war das letzte Bild des Abends, als Wolfgang, Christian, Domi und ich, schreibt er, auf den Olympiahügel in München unterwegs waren. Die Orbs sind mit einer Tube gemacht, die wiederum einen Prismawürfel als Spitze hatten. Das erklärt dann auch die coolen Linien unten. Ah, genau. Aber halt auch gleichzeitig leider wieder die Kehrseite davon, dass es, wenn es direkt rauf trifft, die kleinen Ausbrennungen gibt. Ne? Ja, das ist leider... Ja. Segen und Fluch zugleich. Aber dadurch halt dieses cool Changierende, ne? Dass es in der Mitte hin, also da, wo es halt jetzt nicht so ganz krass trifft, aber sonst in der Mitte hin halt kräftiger wird und nach außen hin dann so ein bisschen... Genau, dass du wirklich so diesen... Wie sagt man denn? Flacher wollte ich jetzt gerade sagen, aber das ist das falsche Wort. Du hast einen schönen genau. Farbverlauf hier dabei, genau. Dass du hier wirklich mal so ein bisschen verschiedene Farben mit hast. Mhm. Ich kaufe ihn immer noch mal irgendwann nur andere Schuhe übrigens. David... Ich feiere immer wieder deine Schuhe. Spaß muss sein. Entstanden ist es ISO 100, Blende 7.1, Belichtungszeit 106 Sekunden. Ja, bei 25 mm Brennweite. 106 Sekunden, du betonst das so, das ist doch gar nicht lang. Nein, ist auch nicht lang, aber... Weil dafür womit wurde das in der Luft gemacht? Um 5 mm Glasfaser, also mit diesen langen Glasfaserschnüren. Ist so dann wie so ein Lasso. Ah, stark, cool. Den Effekt finde ich oben richtig geil. Ja. Was mich ein bisschen triggert bei dem Bild, ist, dass dieser Turm nicht ganz in der Mitte steht. Nee, dass der irgendwie kippt. Ach so, ah nee, okay, ich habe jetzt gerade noch was anderes gedacht. Ja, nee, dass er nicht in der Mitte steht, finde ich nicht schlimm. Mich triggert eher so ein bisschen, dass der Turm so ein bisschen kippt. Das ist ja nur so ein kleines Ding. Und natürlich. Ich finde es auch ein bisschen, das ist jetzt wirklich, ne, wir zerpflücken das jetzt gerade so ein bisschen. Ich denke nur motivtechnisch auch immer so ein bisschen, man muss aufpassen, ob man zwei Bälle neben einem langen Objekt platziert. Das ist der Phallus von München, ne? Jawohl. Oh, David, du tust mir leid. Nein, es ist ein cooles Bild. Es ist wirklich richtig cool. Viele Elemente, die man so noch nicht gesehen hat, auch in der Kombi halt, in der Ausführung. Ich finde halt, also das Flash, das ist halt krass. Ja. Schwierigkeit ist natürlich, dass ihr die Stadt im Hintergrund hattet, dass dann natürlich die Lichter einfach hell werden. Es brennt halt einfach aus. Und ja, das ist halt so grenzwertig dann, ne? Wenn man dann so sieht, dass die Stadt dann quasi die Orbs leider so ein bisschen kaputt macht und dass die so ein bisschen durchleuchtet werden. Das ist schwierig. Das kriegt man nur... Aber dadurch ist es halt eben die coole Skyline, ne? Also ja, klar, es ist halt wieder... Ja. Anders hätte das nicht was gehabt. Und ich finde das irgendwie gerade cool, auch mit dieser Skyline und wie das alles da gewählt ist mit den Hügeln. Ich finde das halt gerade cool. Und halt oben, das ist nochmal so dieses i-Tüpfelchen. Also es ist ein Bild, das knallt. Ja. Ansonsten, ja... Halt ein bisschen die ausgebrannten Linien, aber das geht, ist halt der Kulisse geschuldet. Und das hier hätte man, ja, das liegt halt einfach an diesem Prismawürfel, das ist dann da überstrahlt. Das kann man dann vermeiden, einfach mit einer weiter geschlossenen Blende, weniger Licht und allem. Aber das hat dann auch mal wieder Auswirkungen auf die Kulisse. Ist dann alles nicht so. Alles steht in Beziehung zueinander, ist halt das so. Das ist schwierig, ja. Aber ansonsten cooles Bild. Sehr nice, ja. So, guck mal, da ist er, der Olaf. Ach, der hat auch noch was eingereicht. Der hat auch noch was eingereicht. Ja, stimmt, das hatte ich ja vorhin schon bei dir auf dem PC gesehen und habe auch gesagt, richtig cool. Ich finde aber, du musst da auch noch mal ein bisschen bei dem Bild gerade so ein bisschen mehr noch reinzoomen, weil dann erkennt man noch diese feinen Feinheiten da. Das finde ich ganz cool. Feinen Feinheiten. Ja. entstanden. Die kleinen Kleinigkeiten sozusagen. Mhm. Entstanden ist es auf einer Lost Place Tour von GoToKnow, das Bild, in der Sophienhallstätte 2020. Leider war sie etwas enttäuschend. Ich war da selber noch nicht, Sophienhallstätte. Ich hatte dort überlegt, Workshops zu geben mit GoToKnow, aber bin jetzt auch erstmal davon weg. Aber da haben wir nachher noch was. Zum Glück hatte ich im Auto das Lightpainting-Equipment und wir, Martin und ich, noch Zeit, wollten wir einfach etwas ausprobieren. Das Painting entstand mit einer T8-Tube plus Endkappe. ISO 124 mm, F8 31 Sekunden, um
14.30 Uhr an einen sehr sonnigen Tag. Ach, deswegen. Ja, das sieht da. Und ich find's geil. Also, aber jetzt zoom da noch mal ein bisschen rein. Jetzt erschließen sich mir nämlich auch, warum die Sternchen überall sind. Ich finde das gerade cool. so geil, weil hier durch Tageslicht überall so diese Sternchen durchkommen. Überall blitzt es durch. Ja. Und überall rein. Ne? Das ist so cool. Ja. Auch hier oben. Also, deswegen, ich hatte wirklich gedacht, dass die ganz absichtlich platziert sind. Also sie sind natürlich absichtlich benutzt worden, ne? Ja. Das ist auch schon mega. Also cool. Gefällt mir. Also ich finde es wirklich auch mega cool gemacht. Genutzt. Ist ein tolles Bild. Und halt wirklich, dass man gerade es am Tage da gemacht hat. Und ist ja auch schwierig gerade in der Kulisse, dass es da nicht zu dunkel wird. Spiralorb, der ist auch schön sauber geworden. Da kann man nicht meckern. Alles sauber. Also das ist ein cooles Bild. Ja. Schöne Sache. Dann haben wir noch was vom Jens Sager. Aufgrund allerseits bekannter Gründe fiel natürlich auch der Weihnachtsmarkt in Mainz aus. Die Stadt sorgte mal wieder für eine tolle Beleuchtung des Marktplatzes, sogar über die Weihnachtstage hinaus. Das ist dann da oben, dieses Ganze. Da brauchte ich nur eine Idee, zusätzlich den Platz mit etwas Bunten zu beleben, und natürlich zog es einige Schaulustige an, wie immer. Und es ergaben sich nette Gespräche. Mit der Olympus entstanden, Blende 10, 2 Sekunden, 12 mm. Ich weiß nicht, ob es jetzt im Live-Comp entstanden ist, 2 Sekunden. Aber ich denke mal eher, das war ein Live-Comp. Und hier kam die Nanguang LED Lumenleuchte zum Einsatz. Ich weiß nicht, ob sie die klein. Ja, doch, das ist ja die. Lumenleuchte, ja, da. Doch, das müsste die neue Mix Wand sein. Der Mix Wand ist der große. Ja, ja. Deswegen Nanguang. Oder die Pavo. Nee. Das wird die lange sein vom Bild her. Ja, stimmt. Aber ja, es ist cool. Wir könnten jetzt LED zählen. Ja, machen wir jetzt nicht. Also schön mit dem ganzen Farbwechsel. Passt so schön zu dem hier oben, finde ich. Zu dem Ganzen. Ja. Das Einzige ist halt bei mir wieder, ich hätte 16:9 zugeschnitten. Denke ich. Bin ich? Nee, es fällt nach rechts runter, ne? Ja. Ja, das hier ist so ein bisschen schief, ne? Nee, unten. Guck mal unten an die Pflasterung da. Einmal Horizontlinie gerade ziehen. Ja. Mein Tipp. Hier sind wir mit dem Fahrrad lang gefahren, du. Aber ich finde es. Ich mag es auch. Ich mag, dass es halt so ein bisschen vom Detail her, dass man da in der Mitte halt dieses Engelslicht sozusagen da sehen kann, ne, wohin sich die Weihnachtsbeleuchtung bündelt. Und das ist ja so ein kleiner bunter Farbtupfen, und dann passt halt diese bunte Nanguang-Spur da vorne auch. Ja, ich finde es schön. Also, das ist fein, klein, bunt. Dennis Wolf. Ja, ich habe mal von Dennis gelesen, dass er sagte, er steht eher so auf diese nicht so doll ausgeleuchteten Bilder, sondern eher was so ein bisschen düster und mystisch dann aussieht. Ich würde sagen, das Bild repräsentiert das ziemlich gut. Was hat er denn alles geschrieben? Er hat viel geschrieben. Dann, Bild ist beim letzten Schneefall entstanden. Wie immer war es allen zu kalt oder zu dunkel, also stiefelte ich allein los. Ziel war ein Moor bei uns in der Nähe von Hermannsburg. Etwas Starwolle, ein paar Tubes und einen Rucksack mit Lampenkamera, Stativ und Gepäck gegen 20 Uhr Moor. Nach einer halben Stunde immer wieder Knacken im Unterholz, Gemurmel, Stimmen, Lichtreflektionen um mich rum. Auf Zuruf keine Reaktion, nur kurze Stille und dann das gleiche von vorn. Nach einer gefühlten Ewigkeit plötzlich Schneeballattacke von zwei Seiten. Da ist mein 13-jähriger Junior mit seinem Kumpel im Düstern durch den Wald gerannt, um mich zu erschrecken. Wie geil. Das finde ich super. Ist den beiden echt gelungen. Das kommt davon, wenn du den dann doch auch mal zum Lightpainten mitnimmst, dann weiß der, wo du rumkraxelst. Ja. Ne? Als Wiedergutmachung musste er als Model herhalten. Das Bild ist ISO 200, Blende 7.1, Belichtungszeit 19 Sekunden, hat er gut stillgehalten. Und im Hintergrund Rollei Loomsticks und Blob mit ein paar Taschenlampen und zwei unterschiedlichen Tubes mit Adaptern. Finde ich ein cooles Bild. Ich mag die Perspektive hier unten. Also, dass man hier so schön Vordergrund hat, der so schön unscharf ist, das finde ich geil. Ich finde auch die Ausleuchtung geil, die Farben passen. Ja.
Ach, warum zoomt der eigentlich immer rein, wenn ich nicht so doll reinzoomen möchte? Ich finde es cool. Ich mag auch hier das. Also, es ist ein geiles Bild. Top, tipptopp, da brauche ich nicht weiter drüber zu reden. Das ist. Oder haben Sie was zu sagen? Jetzt gerade nur, wo du ganz fies da aus Versehen reingezoomt hast, hätte ich halt gesagt, okay, in der PC-Nachbearbeitung hätte ich ein bisschen noch sozusagen das Gesicht mit der hellen Maske ein bisschen nachgedunkelt. Ein bisschen da die Belichtung runtergebracht. Ja, aber als einzige, ach, eigentlich, nee. Ja, das hier hinten, das, wo der Schnee angeleuchtet ist, ne, das ist vielleicht das Allereinzige, aber eigentlich finde ich es cool. Also, was mir Ja. besonders gefällt, ist Perspektive. Ja, und halt wirklich klasse mystische Stimmung, die ist halt gut transportiert da in dem Ja. Bild, ne? Das passt richtig gut. Guck mal, mystisch geht es weiter. Echt? Ja, ups, jetzt habe ich hier das falsche geklickt. Da. Das passt doch Ah. als Ergänzung irgendwie so, diese beiden Bilder, Ja, das finde stimmt. ich. In der Light Painting Gruppe hatten wir davon schon irgendwie mal eine andere Version gesehen, ne? Er hat ganz Die, viele Versionen, ja. genau, dieses hier ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr stimmig von Perspektive und dem Outfit und so weiter. Das schon mal direkt als Lob. Also im Vergleich zu dem, was ich jetzt aktuell noch so im Kopf habe, was auch mit dem ähnlichen Setting gemacht wurde, gefällt mir das hier wesentlich, wesentlich besser. Er hat ja alle Daten im Erzgebirge entstanden um 21:30 Uhr bei minus 2 Grad. Er hatte das Bild schon lange vor seinem geistigen Auge. Für das Shooting hatte er sich extra die 8500 Jahre alte Maske einer steinzeitlichen Schamanin gefunden in Thüringen und einen Umhang nachgebaut. Das heißt Schamanen im Nebel. Finde ich cool, wenn man sich dann auch noch was nachbaut. So, Outfits und so, da kenne ich noch jemanden, die gerne so Outfits bastelt und so. Wir haben hier schon Schmetterlinge und was weiß ich nicht alles gebaut. Hat mir sogar hier noch einen Link dazu geschickt über dieses Steinzeittal dort. Und dann hat er sich ein Model gesucht in der Nähe und ja, dann sind sie einfach mal los und beim Probeshooting hatten sie wohl minus 12 Grad. Und haben dann Ja. nochmal sich zum Zielfoto halt getroffen. Also sie haben sich wohl zweimal gleich noch getroffen, um das hinzukriegen. Also er hat da richtig was gemacht, du. Ja, das sind ja auch mitunter viele Schritte und man muss eben austesten, ne? Schon alleine da, wir sehen ja irgendeine Art von kleinen Pyro da auch mit befestigt. Du kennst es selbst. Wenn wir auch so kleine Pyros manchmal mit benutzen, Schrecklich manchmal. da erhofft man sich was Tolles und dann funktioniert das Ding nicht so, wie das ist. Schon alleine das kann einfach dazu führen, dass man nochmal einen zweiten Anlauf braucht, um so ein Bild dann wirklich hinzukriegen, umzusetzen. Genau, Also klasse. zu den Einstellungen ISO 160, Blende 3,2 und 4 Sekunden. War aber sportlich. Das ist schon Wie nochmal? 4 Sekunden. Ja. Ist cool geworden. Ich hatte beim allerersten so überlegt, also ich hatte den Rauch erst gar nicht so wahrgenommen. Ne? Ich hatte es beim ersten so gedacht, so huch, ist da ein Abdeckfehler passiert oder Wie so. wirklich? Ja, beim ersten groben Hingucken, Ach. manchmal, ich kenne sowas schon früher. Ich hatte mal auch mal so Bilder, da ist beim Abdecken mal was schiefgelaufen. Ach so, und dann ist so ein bisschen restlich Dann noch quer gekommen, passiert das auch ne? so. Aber man erkennt das dann ja auch hier hinten so schön den Nebel. Also es hat schöne Details. Es hat ein Bild, wo man näher hingucken muss. Also auch toll geworden. Ist so eine ganz andere Ah, Stimmung. näher, näher. Ach so, nee, jetzt sehe ich das. Was? Eben gerade habe ich gedacht, oh, da ist aus Versehen was mit aufs Bild gerutscht. Aber nein, da ist absichtlich ja noch ein Werkzeug von der Ja. Schamanin zu sehen. Ja, und hier ist noch so ein Totenschädel Nice. und sowas. Ist schon cool. Und ich muss nochmal zurück machen, ne? Guck mal. Irgendwie so zwei verschiedene Stimmungen. Ich find's grad Mit mega. Orange und Blau, Ja, ja, deswegen ja. Das Konträrfarben, ja. find ich cool. Also die passen beide schön nebeneinander, die Bilder. Finde ich, ist sauber geworden. Schön gemacht. Du kannst den Namen besonders gut aussprechen. Mario La Greca. Ist das richtig ausgesprochen? Das könnte er nur als Feedback geben. Ich glaube, er ist auch Mario, bist du anwesend. da? Spricht man das La Greca? Ich sage mal La Creza. Ich habe keine Ahnung. Ich kann das ja nicht. Also, Aber es La müsste ja im Grunde der Grieche oder die Griechin heißen. So, je nachdem. Ich weiß nur nicht, in welcher Sprache die Ich zukommt. habe keine Ahnung. Aber er schrieb dazu immer noch ein persönliches Highlight aus 2020.
Dein kleiner Workshop bei uns in Köln. Stimmt, er war bei mir da beim Workshop. Und Orbdrehen ist kein Problem, aber mit Stahlwolle. Habe ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nie gemacht, aber das sollten die anderen Teilnehmer erst nachher erfahren. Dieses schöne Erlebnis teile ich sehr gerne und kann alle nur ermutigen, es anzupacken. Aber bitte Safety First nicht vergessen. Danke für den schönen Abend. Sehr, sehr gerne. War ein cooler Workshop, den wir da hatten in Köln. Da hatten wir uns getroffen in dem Park und hatten dann halt mit Stahlwolle noch unten vor dieser coolen Kulisse halt Bilder gemacht. Und er war halt einer auch, der dann wirklich, also weil alle Workshop-Teilnehmer sollen ja auch selber was machen, nur so lernt man's. Und er hatte dann selber diesen Orb da gedreht mit Stahlwolle. Es hat mega cool geworden, ne? Mit der Kulisse ist dort, ich liebe es ja auch dort. Also das ist so ein Spot, der einfach geil ist. Mhm. Der passt, der schreit quasi so nach so Stahlwolle und sowas, ja. Dass man da sowas machen möchte, weil es ist einfach cool dort. Gefällt mir auch richtig gut vom Bildaufbau und so. Genau, mit der 22.53 Uhr, 52 Sekunden entstanden. Ja, mit dem großen Olympus Weitwinkel, dann 41 Sekunden, Blende 9, ISO 200 und top. Ne? Also sieht man ja. Halt von den Einstellungen, dass es dann halt auch passt, nichts ausgebrannt, läuft alles. Mhm. Klar, diese blauen Lichter dort, die kannst von du dann... Von der Brücke, ne? Nee, das ist so dieses Theater oder Ach Oper. Ach so, Die kannst du nicht vermeiden, okay. Die leuchten blau, die sind einfach eklig. Aber ich mag trotzdem auch die Farbentwicklung sozusagen von dem Bild. Also eben gerade, dass es dieses... Dass die Stahlwolle schön orange rausgearbeitet ist und im Vergleich dazu dann halt dieses blaue Licht noch im Kontrast. Ja, auch mit dieser harten Grenze dann hier ja, so mit genau. drin. Ne? Also es ist ein cooles Foto. Also ich finde es einfach geil, weil das sowas passt einfach perfekt. Da passt eigentlich alles. Und hui, ich muss hier auch mal den Namen auf die linke Seite packen, damit das reinkommt. Ja, das hätte ich zerstört. Rechts, genau. Von Dirk Mathiesen. Der Innenraum des Busses habe ich mit mehreren LED-Wasserleuchten ausgeleuchtet. Sehr gut ausgeleuchtet. Mm. Ich finde den richtig nice. Ich find, geile Kulisse, ey. Ja. Die blauen Streifen vor dem Bus sind mit einer blauen Kaltlichtkathode gezogen. Dazu habe ich mit einer modifizierten Fahrradfelge insgesamt 4 Domes vor dem Mehrzweckbus gemalt. Hinter dem Bus habe ich mit einem L-Wire noch eine umweltfreundliche Dieselwolke gezeichnet. Ach so, da unten links. Da, wo ich den Namen jetzt drauf gepackt habe, glaube ich. Hier. Oder? Die kenne ich leider nicht. Vielleicht ist es die, ich weiß ja, es nicht. Ja, aber doch, müsste sein. Da kommt ja so ein leichtes... Ja. Warum will er wieder nicht? Ja, doch, da. Warte, ja. Mhm. Kommt halt nicht so ganz so leider darüber. An der linken Wand spiegeln sich die Fenster des Busses. Eine Balkonlampe im Hintergrund hält das Bild etwas auf. Mit so einem Bus bin ich Anfang der 80er täglich zur Schule gefahren. Sehr geil. Blende 8, 242 Sekunden. Der ist gerannt bei dem Bild. Oh ja. Ich finde es ein cooles Foto. Ich find's. Ich mag vor allem halt mit den mit Unterwasserlichtern ist der Bus beleuchtet. Ja. Ne? Das Schön. Die Farben vermischen sich halt geil. Ne? Also, Pardon für den Ausdruck, aber ich finde es mega. Ja, es ist gerade deswegen muss man mit diesen Lichtern auch arbeiten. Und das ist eine coole Kulisse. Das ist einfach genial, schön gemacht. Ja. Passt hier. Domes passt, das passt auch hier mit den Linien. Das ist schön. Also das hat, also hier sieht es so ein bisschen, ich weiß nicht, man kann sich halt vorstellen, dass du daneben was parkt oder dass es die Reifenabdrücke sind von etwas, was gerade weggerollt ist. Also man kann sich da viel wieder denken bei dem Bild. Und das ist einfach cool. Also schönes Bild. So, Sebastian Valenta. Mhm. Jetzt haben wir wieder keine Möhre da zum Grüßen. Ja, ich habe auch gerade, ich habe überlegt, ob ich dazu was sage oder ob ich es lieber zurückhalte, weil dann doch ja 2-3 Leute das nicht verstehen. Jeder, der beim Festival dabei war, der kann das verstehen. Er hat uns diese coole Gestalt hier geschickt. Sein Burning Man, den ich sehr, sehr nice finde und den macht er wirklich schön. Entstanden ist das Bild beim Festival. Ist kurz eingefroren. Ja, ich habe kurz das falsche Bild gelesen. Achso. Ausgegebenen, bla bla bla. Entstanden auf dem Festival 2020, Light Painting Festival.
Einer meiner liebsten Bilder von diesem schönen Wochenende benutzt habe ich breit geschnittene Rettungsdecke an einer Taschenlampe, damit am eigenen Körper entlang gewedelt und für das leuchtende Herz einmal direkt in die Kamera geleuchtet. Der Hintergrund ist mit einem ausgeliehenen Rolle Loomstick von draußen ausgeleuchtet. Wenn man reinzoomt, sieht man leicht sogar noch meine Schuhe ein bisschen. Blende 8, ISO 100. 114 Sekunden. Wo sind deine Schuhe? Die will ich sehen. Ja, da. Da unten. Aber coole Gestalt. Passt. Auch mit den Roller reingeleuchtet. Also ich finde das Bild geil. Da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Das ist ein tolles Bild. Perfekt. Gerade auch, dass wirklich nur von hinten so das Licht kommt. Schlagschatten. Es hat einfach alles das, was ein Bild braucht. Und also gerade auch mit dieser Ausleuchtung finde ich das wirklich... Ist wunderschön. Ich liebe auch diesen Raum. Ich habe selber noch nicht geschafft, dort zu painten. Dann würde da gerne mal. Also ein tolles, tolles, tolles Bild. Da kann ich nichts weiter sagen. Das ist wirklich. Also man kann sich da schon wieder so eine coole Geschichte mit zu erzählen. Jo. Dann vom Martin Breuß. Ursprünglich war als Location eine Autobahnunterführung vorgesehen. Allerdings hat sich der Ort herausgestellt als ein dieser illegale Zubringer zu einer Raststätte sehr frequentiert ist. So blieb nur noch den letzten Streifen der untergehenden Sonne mit den beiden farblich passenden Schleudertools zu nutzen. Gelände ausleuchten, nur Wildwuchs und Dreck hätte das Bild zerstört. Meinungen dazu, fragt er. Schön. Farben halt top getroffen, ne? Jo, die Farben passen vom Himmel, passen halt wirklich perfekt zu dem Bild. Klar, hätte er jetzt hinten das angeleuchtet, das Gestrüpp, hätte es halt dann den Orb durchleuchtet und dann wäre er nicht so schön rausgekommen. Mhm. In dem Fall finde ich es gut, dass halt die Kulisse dahinter halt dunkel gehalten ist. Mhm. Tolles Teil. Das ist halt so ein schöner Saturn, da kann man nicht meckern, also gerade mit dem Himmel. Das ist cool. Schön geworden. Dann kommen wir zum vorletzten. Vom Richard Kratz. Also mit dem Bild wollte ich, das habe ich leider nicht ganz verstanden, Richard. Also mit dem Bild wollte ich mit Lifetime eine neue Bilderreihe erstellen. Ich war allein unterwegs. Bei Lifetime fand ich die Zeitbegrenzung, war ein bisschen nie in meinem Fokus. Jetzt war für mich die Herausforderung, innerhalb von 60 Sekunden meine Figuren zu erstellen zu müssen. Nun habe ich endlich eine Alternative zum Live-Comp, meine Lieblingseinstellung. Habe ich nicht so richtig verstanden. Ich glaube, ich verstehe es. Okay. Ich nicht so richtig, aber ist ja auch egal. Ja. Aber da könnte man nochmal... Richard ist auch gerade mit im Chat. Also er sagt, er hat bisher nur mit Live-Com fotografiert. Ja, das habe ich herausgefunden. Okay, das haben wir verstanden. Aber er hat dann Lifetime und warum innerhalb von 60 Sekunden? Ich glaube, da ist noch ein kleiner Gedankenfehler drin, warum du eine Zeitbegrenzung von 60 Sekunden bei Lifetime hast. Ja, weil bei Lifetime Lifetime ist wie Bulb, ist eine ganz normale Langzeitbelichtung, wie ganz lang geht. Genau. Da hast du sowas nicht. Deswegen habe ich es nicht ganz verstanden. ISO 200, Blende 5, 60 Sekunden. Und ich finde es ein cooles Bild mit den beiden Ringen. Es ist so minimalistisch, ein bisschen abstrakt, ein Baum angeleuchtet. Mhm. Also es hat was. Ja. Also auch, dass er sich hier als Schattenmodell da vorgestellt hat. Mhm. Ne? Und auch hier dann dahinter mit dem Baum. Also irgendwie hat es halt was. Mhm. Ganz zart halt. Ja, alles, ne? Es ist so ein... Ja. Könnte man jetzt höchstens was, minimal noch ein bisschen nach rechts oder so, keine Ahnung. Aber es ist ein schönes, schlichtes Bild. Vielleicht das nächste Mal den Baum noch ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts ausleuchten. Geschmackssache, aber... Ja, das mit den 60 Sekunden habe ich nicht ganz verstanden. Ja, das müssen wir vielleicht nochmal wann anders klären. Ja. Und dann kam auch von der Christina noch ein Bild. Entstanden ist es heute Abend, also diesen Mittwoch, also vorgestern, als sie zusammen mit Domi und David in Augsburg unterwegs war. Benutzt habe ich eine blaue T8 mit dem Doppel-End-Käppchen, ein weißes Laserschwert, ein Plexi-Stab mit Holofolie und eine Sterndellampe. Sternchenlampe oder Sterndellampe?
Ja, ich würde sagen, regionale Mundart, ja. Sternle, Sternle-Lampe. Finde ich ja cool. Ich würde sagen, das kannst du nicht richtig aussprechen. Die Sternchen habe ich mal wieder verkackt. Naja, Blende halt. Und der weiße Kreis ist nicht ganz rund. Aber es ist mit Liebe gemacht. Also, wenn ihr nochmal besondere Schwierigkeiten einbauen wollt, dann schickt Olaf mal eure Kommentare in eurer Mundart sozusagen. Nein, bloß nicht. ISO 100, Blende 6.3, 166 Sekunden. Erstmal eine coole Kulisse. Und warum hat sie die Sterne verkackt? Da sind noch Sternchen. Ja, aber sie sind schwer erkennbar halt. Ne? Ja, die sind da. Sie sind halt klein. So ja, da hättest du einen Ticken länger leuchten müssen mit den Sternchen. Was also denn? Wenn du ein bisschen länger leuchtest bei den Sternen, dann werden sie noch ein bisschen intensiver. Du hast ganz klar hier schon die Sternchenbildung. Bei Blende 6.3 ist natürlich klar, werden die nicht so doll, wie man es gerne hätte. Aber wenn du dann ein bisschen länger leuchtest, dann werden sie auch ein bisschen größer. Aber trotzdem, ich finde gerade die kleinen eigentlich hübsch. Mhm. Und dass das nicht ganz in der Mitte ist, wenn man das nicht sagt, dann guckt auch keiner nach. Also ich finde es schön. Halt auch gerade hier, dass es hier so zweifarbig ist. Ist cool. Das gefällt mir auch. Mir fehlt ein bisschen für die Optik nochmal so ein ganzer Kreis sozusagen. Mir fällt oben sozusagen die Mündung auf, ne? wo blau und da. Genau. Das war halt einmal, ja gut, das wollte sie mit dem Weißen hier darstellen. Ja. Ah, guck mal, hier vorne ist noch einen. Der ist ein bisschen untergegangen, der geht ein bisschen. Durchs Weiß, ja, logischerweise. Den hat man sich da, ich glaube, dann hätte ich nur links und rechts fast dahin. Nee, den brauchst du schon da vorne, dass es die Spirale auch noch so ein bisschen macht. Aber hier mit den beiden, die links und rechts nach vorne gehen, finde ich es auch schön. Ja. Auf jeden Fall nice. Das war's an Bildern. Vielen, vielen, vielen Dank für diese vielen Einreichungen. Ich muss jetzt erstmal hier das wieder schließen. Mega cool. Dankeschön wirklich für diese 16 Einreichungen. Ganz unterschiedliche Bilder. Alles mal was anderes wieder. Mega cool. Das einfach so zu sehen, finde ich schön, dass ihr sowas schickt. Macht Spaß, da reinzugucken. Und wie unterschiedlich auch einfach die Stile sind, wie unterschiedlich einfach ihr euch da entwickelt und wie unterschiedlich ihr das halt auch macht. Und mal die andere Kamera reingucken, mal gucke ich nach hinten. Deswegen einfach genial gemacht. Was gibt's sonst noch? Tabi, was gibt's noch? Haben wir noch irgendwas? Gab's noch Fragen? Ich habe den Chat jetzt nicht mehr weiter belesen. Ich sehe es nur hier. Sternchen auf Bayerisch. Sterndl. Sterndl. Deswegen. Ja, herrlich. Schade. Vorgestern wäre ich eigentlich ja in München gewesen. Hat leider nicht funktioniert. Wie sieht es mit den Workshops aus? Mit den ganzen Programmen, Workshops? Erstmal ein großes Dankeschön, dass ihr das mitmacht, dass wir das Ganze verschieben können. Also dass wir das Ganze halt wirklich nach hinten verschieben. Ich habe jetzt die meisten schon verschoben. In April funktioniert einfach genial. Alle sagen, jo, kein Problem, bin dabei. Riesengroßes Dankeschön an dieser Stelle an euch, dass das wirklich funktioniert, weil es ist ein Grauen. Also ich bin irgendwie nur noch damit beschäftigt, Workshops zu verschieben und habe so eine riesen Excel-Liste. Irgendwann blicke ich auch nicht mehr durch. Also wenn ihr keine E-Mail erhalten habt, dann schreibt mir da einfach mal. Ich hoffe, ich habe alle erreichen können. Ich habe wirklich schon ganz viele, die halt umgesetzt sind. Und hoffen wir jetzt mal, dass wir April halten können. Dass der April funktioniert. Und wir dann dort halt Workshops endlich mal machen können. Dass ich wenigstens endlich mal die ich schon dreimal jetzt verschoben habe, endlich mal abarbeiten kann. Dass wir wieder neue Workshops abarbeiten können. Wäre einfach nur cool, wenn das funktioniert, aber so wie die Corona-Zahlen heute schon wieder waren, sehe ich auch ein bisschen schwarz langsam, dass dieses Halbjahr irgendwie gelaufen ist, weiß ich nicht. Ich kann dazu nichts sagen, also ich hoffe, dass es funktioniert. Ich gehe auch immer nur so weit mit den Workshops, wie halt die Corona-Verordnung gerade sind und hoffe dann halt, dass es dann vielleicht so gelockert wird, dass wir uns wenigstens draußen treffen können und die Workshops mit Abstandmaske und alles wieder machen können, aber großes Dankeschön, dass ihr da so mitmacht, so unkompliziert, dass das wirklich so unkompliziert läuft. Und hoffen wir mal auf bessere Zeiten, dass dieser Mist irgendwann endlich mal aufhört. Weil langsam macht es keinen Spaß mehr. Also ich habe jetzt seit 5 Monaten keinen Workshop mehr gegeben. Und irgendwie, die letzte Workshop-Buchung war auch schon lange her. Also ja klar, ich kann verstehen, dass ihr halt nicht mehr buchen wollt, weil geht ja nicht momentan. Ist ja echt alles zum Mäusemelken.
Ja, wo ich das gerade übrigens sehe, hier Chat-Umsatz. Es gibt übrigens die Funktion, im Chat kann man so eine kleine Trinkgeldspende hinterlassen. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wie das geht. Kann ja meiner machen. Werf doch mal 50 Cent ein. Werf doch mal 1,50 €. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich sehe es nur gerade, dass das noch nicht gemacht wurde. Ich habe das mal einfach aktiviert. Ja, drück mir mal die Daumen, dass wirklich die Workshops jetzt alle weiter funktionieren. Mit GoToKnow habe ich noch was angesetzt. Und zwar möchte ich mit GoToKnow neue Workshops machen. Wir haben einen neuen Lost Place. Und vielleicht mal eben kurz zu den Workshops, damit ihr seht. Machen wir mal das kurz. Also ihr findet meine ganze Liste, wo alles ist zu den Workshops, wo die ganzen Veranstaltungen sind. Das findet ihr immer bei mir auf solec.de/Termine. Ja, den Leipzig-Workshop, den glaube ich, den können wir nicht halten. Ich sehe es irgendwie nicht, dass der was wird. Den müssen wir wohl umswitchen. Ansonsten haben wir halt Berlin, Hannover, Stuttgart, Grossen. Wieder nochmal Stuttgart. Warum auch immer ein zweites Mal da Stuttgart drin steht. Gut, dass ich da gerade einen Fehler entdecke bei mir. Frankfurt, Bremen, Leipzig, München, Nürnberg. Also ich habe das jetzt alles in den April geschoben. Dieses ganze Verschieben macht auch echt irgendwie, es ist furchtbar. Man blickt da kaum noch durch. Also hier stehen wirklich alle neuen Termine drin. Auch die Foto und Adventure, da hat man ja ein Intermezzo geplant. Das haben wir verschoben. Das Intermezzo findet jetzt im November statt. Aber dafür wollen wir halt hoffen, dass halt das die Foto und Adventure im Sommer stattfindet. Da gibt es den Einsteiger-Workshop. Dann gibt es den Experimentier-Workshop zur Foto und Adventure. Da gibt es halt alles so fügige Geschichten. Kamera, Rotation, Kaleidoskop, damit Porträts arbeiten, Doppeln. Also alles so wirklich ein bisschen experimentieren gibt es dort. Und dann halt den normalen fortgeschrittenen Workshop auch noch mit Lost Place in dem Landschaftspark Duisburg. Da sind noch Plätze frei. Im August wollen wir die Lüneburger Heide wieder unsicher machen mit dem Fotowalk und dem Lightpainting-Workshop. Und dann natürlich halt auch noch das große Festival. Also da müssen wir mal gucken. Also stehen hier viele Termine drin. Ich hoffe, dass wir die alle so halten können. Das kann man ja echt nicht versprechen, dass das alles funktioniert. Aber ich hoffe es. Ich hoffe sehr, dass das irgendwie funktioniert. Ja. Und gucken wir mal. Also, keine Ahnung. Wäre cool, wenn ihr dabei seid, wenn es wieder anläuft und die Zeiten sich wieder bessern. Und GoToKnow. Mit GoToKnow haben wir eine neue Location, weil Beelitz ist ja nicht mehr. Ich kann es jetzt verraten. Wir haben die Zusage bekommen und wir haben das Go bekommen für Wünsdorf. Die Haus der Offiziere. Wir dürfen im Haus der Offiziere Lightpainting-Workshops geben. Glaube ich mal eine der abgefahrensten Locations, Lost Place. Da können wir jetzt dieses Jahr einen Workshop geben. Wir haben einen Termin angesetzt für den April. Ende April. Ich weiß noch nicht, ob das alles funktioniert. Das ist jetzt alles halt mit so Corona. Das ist alles so ein Hin und Her. Wir wissen nicht, machen wir es nicht. Wie sieht's aus? Weil da muss wieder storniert werden. Aber Wünsdorf, dort wollen wir hin und die Eigentümer haben es erlaubt, dass wir dort rein dürfen, Haus der Offiziere, und dass wir dort halt auch einen Workshop geben können. Und eigentlich ist es das Ziel, das, was wir in Beelitz gemacht haben mit Lightpainting-Workshops, soll sich jetzt verlagern nach Wünsdorf, und wir wollen Wünsdorf auch als neue Base mit GoToKnow zusammen bespielen. Aber wie das da ausschaut, kann man nicht genau sagen. Weil da auch schon wieder die Eigentümerverhältnisse sich ändern werden und keine Ahnung. Also es wird ja alles irgendwie verkauft, die ganzen Lost Places. Ansonsten Schloss Grossen gibt es natürlich weitere Termine. Da machen wir Schloss Grossen, wollen wir noch machen. Herbst definitiv. Stadtbad Leipzig steht auch immer noch. Das machen wir am 17.04. Ist der Termin im April zum Beispiel gesetzt. Der soll funktionieren. Dort soll es auch hoffentlich im Herbst dann Termine geben, noch weitere. Aber momentan ist halt diese Planung alles so schwierig. Also ich weiß gar nicht, wie man planen soll, weil irgendwie ich plane was, dann unterschreibt man Verträge und alles und dann ist das dann doch wieder nicht. Da muss man alles wieder retour machen. Das ist alles sehr unsicher. Aber nur mal dazu. Also da wird es auf definitiv was geben. Und Forst, ich weiß nicht, ob ihr Forst, die Feintuchwerke in Forst kennt. Die haben wir uns auch angeguckt, die sind auch mega cool. In der Theorie könnten wir auch in Forst, in den Feintuchwerken was machen. Ist halt auch von
Go to Know, ein Lost Place, wo wir es machen können. Das, ja, liegt alles halt bei Berlin. Ist halt alle schönen Lost Places sind im Osten. Das ist halt einfach schwierig. Wir brauchen irgendwie mal im Westen was. Im Westen haben wir ja den Lapadou Landschaftspark. Ansonsten kenne ich halt keine guten Lost Places im Westen, die man ohne Probleme mieten kann mit Nachts. Das ist immer alles schwierig. Da irgendwie legal, dass das alles funktioniert und sowas. Da wurde gerade gefragt, wegen was es kostet zum Workshop. Die Workshops kosten bei mir generell von 99 Euro bis 329 Euro. Das liegt halt immer daran, was für einen Workshop du buchen möchtest. Die normalen Workshops bei mir, so die Einsteigerkurse und auch der Kurs 2, den ich jetzt mal umbenannt habe endlich. Er ist nämlich nicht mehr Kurs 2, sondern es ist jetzt halt der Erweiterungskurs. Die kosten 129. Die Go-to-Know Lost Place Workshops, die sollen halt immer 150 Euro kosten. Die sollen auch dabei bleiben. Und 150 Euro müssen die halt auch kosten, damit sich das alles rechnet. Gerade wenn da halt Go-to-Know dabei ist und halt wir eine teure Location haben. Und das große Wochenende im Schloss Crossen zum Beispiel kostet 329, aber dafür ist das ja auch Deluxe-Wochenende von Freitag bis Sonntagmorgen. Da gibt es ganz, ganz viel. Also alle Termine kriegt ihr halt bei solek.de. Ihr könnt auch gerne Wünsche äußern. Ihr könnt mich gerne anschreiben, wenn ihr da irgendwie eine Gruppe seid. Ich komme gerne auch mal einfach zu euch. Also wenn ihr irgendwie so 10 Leute seid und ihr wollt einen coolen Workshop irgendwo machen oder habt selber eine geile Location, dann können wir auch wirklich so ein Privatding, kann man fast nennen. Also ihr könnt mich dann anschreiben, hey, wir sind 10 Leute, wir haben Bock auf einen exklusiveren Workshop und dann machen wir einen Termin aus und ihr bestimmt das Programm und sagt, was ihr gerne hättet und dann machen wir da was Geiles. Das ist auch alles auf jeden Fall machbar. Also, nur mal so viel dazu, zu dem Ganzen. Eine Rückfrage kam nochmal, weil dir das mal als Location ja auch schon vorgeschlagen wurde, das Kraftwerk Kalbe. Da bist du aber nicht weiter nachgegangen. Das hast du dir Nee. angeguckt und sah dir zu eng aus für einen Workshop, ne? Kraftwerk Kalbe, wo war denn das? Bei Kalbe? Das ist da, wo der Meckes ist, ne? Ja. Ah, ja, der Meckes. Nee, da wollten wir, ich glaube, da haben wir es immer noch nicht weitergekommen mit den Eigentümern, dass wir da was rausfinden konnten. Also die Location sieht cool aus, Kraftwerk Kalbe. Da muss ich nochmal hinterher. Also eigentlich habe ich jetzt die ganzen Geschichten erstmal soweit groß gestoppt, um irgendwie neue Locations zu finden. Aber das sah auf jeden Fall cool aus. Da gehen wir auch noch hinterher. Ja. Und was haben wir sonst noch so? Ja, die LED-Laserlampen sehe ich gerade. Die neuen LED-Laserlampen. Ich mache es einfach mal so. Die ganzen neuen, die es jetzt gibt. Die haben wir jetzt ja hier. Schwupps. Mal dahin machen. So, das sind ja die ganzen neuen Lampen von LED-Laser. Also das ist so der neue Schwung, den es gibt. Die neue P18, die habe ich euch in einem Video ja schon vorgestellt. Bis zu 4500 Lumen. Die P7 Air Signature, die P6 Air Signature und eigentlich richtig geil, neues Liebling von mir, also halt auch diese Farblampe, die P6 Air QAQC, finde ich top geworden. Vor allem, wenn man hier oben das auch alles mit anguckt. Oh, hier habe ich noch den Dings mit drin. Geile, geile neue Lampe. Zu allen Lampen hier habe ich jetzt ja auch ein Video gemacht, damit ihr euch die mal genauer anschauen könnt. Da habe ich es auch euch erklärt in dem Video. Und wenn ihr da Fragen zu den Lampen habt, da könnt ihr gerne hier nochmal reinstellen. Die lohnen sich mit RC-Solek, alles groß geschrieben, bekommt ihr hier auch direkt 30% Rabatt auf diese Lampen. Und gerade auch hier, die ist halt wirklich, weil die schön jetzt leuchtet. Man kann echt geil jetzt die Farben hier wechseln, die kann ich nur empfehlen. Die P6 Air Core QC und weil sie halt auch fokussieren kann, die ist ideal, um halt jetzt mit langen Tools auch zu arbeiten, mit einem Lichtschwert, weil man halt wirklich während des Paintings ganz schnell die Farben wechseln kann und sowas. Und ja. Immer gut, wenn man auf deine Website geht, auf die P6R Core QC klickt und oben in der URL die P7 QC steht. Wir hatten da die URL noch nicht geändert. Ja, und Stroboskop hat sie halt jetzt. Was halt auch mega ist, ne? Stroboskop, und du kannst beim Stroboskop hier die Farben tauschen. Das ist echt stark gemacht, dass man halt jetzt wirklich damit genial painten kann. Das ist ja eigentlich etwas, was ich nur empfehlen kann. Das ist eine geniale Lampe.
Weil auch oft mal die Frage kommt, P6R Signature oder P7R Signature. Ich würde die P6 vorziehen, weil der Unterschied an Lumenzahl gar nicht so dolle ist. Die hat halt 1400 Lumen im Boost-Modus, die hat 2000 Lumen im Boost-Modus, aber normal hat, glaube ich, die jetzt 1100 Lumen und die P7 1200 oder 1300 Lumen. Also im normalen Modus ist es gar kein so großer Unterschied von den Lumenzahlen her. Und die P6 Air Signature ist halt ein bisschen leichter und die haben die gleichen Funktionen und die reicht vollkommen zum Painten. Die macht echt Laune, vor allen Dingen mit dem Programmieren ist die genial. Hierzu gibt es immer noch das Light Painting Bundle zu dieser Lampe, zu der P6 Air Signature. Light Painting Bundle heißt, ihr kriegt die zum besonderen Preis mit dem Farbfilter-Set und mit einer Powerbank. Und dann auch noch mit dem Rabatt. Also ihr habt da wirklich einen super Preis zu. Bis Ende... Was machst denn du jetzt hier? Bis... Du musst mal freundlich gucken und nicht so schockieren. Wieso soll ich freundlich gucken, wenn du mich jetzt hier fotografierst? Was soll denn das? bis Ende März gibt es das Light Painting Bundle noch und dann gibt es erstmal keins weiter. Weil wir jetzt erstmal warten müssen und auf neue Sachen. Und der ganze Shop bei LEDlenser wird dann umgestellt. Und dann ändert sich so einiges. Also dazu. Bei der P7 gibt es schon neue Infos, dass sie immer so träge an- und ausgeht. Die P6 und die P7, die gehen ja etwas verzögert an und etwas verzögert auch wieder aus. Also die haben so eine leichte Verzögerung. Diese Verzögerung bei den Lampen ist gewollt, das ist gewünscht. Das hat etwas mit Ästhetik zu tun, was sich die Designer der Lampen überlegt haben, damit man so ein Gefühl hat von, ich starte jetzt die Lampe und ich beende sie wieder. Klingt ein bisschen blöd, also es ist halt wirklich so ein Designelement in der Bedienung. Es ist ganz bewusst mit eingebaut. Für uns Lightpainter ist das... ein bisschen blöd eigentlich, aber ich habe mich daran gewöhnt, dass die halt einen Ticken später angeht, einen Ticken später ausgeht. Also dass man drauf drückt. Man sieht es bei der Lampe ja auch, dass die nicht sofort halt volle Pulle hat, sondern sie fährt so ein bisschen das Licht hoch. Also es ist so, also sie ist nicht sofort da, sondern sie dimmt schnell hoch. Und das ist halt wirklich gewollt drin, das kann man nicht abstellen. Und ja, dafür hat ja die Lampe auch Designpreise und alles Mögliche gewonnen. Kann man so ein bisschen mit abfinden. Das Light Painting Bundle, dazu geht ihr auf meine Homepage. Da geht ihr in den Blog rein, solec.de und können wir hier mal zusammen machen. Das habe ich ja alles hier. Ihr geht auf meine Homepage. Dann klickt ihr auf... Wo ist denn meine Maus schon wieder hingegangen? Da oben. Dann klickt ihr auf den Blog und hier... bekommt ihr alle Infos zum Light Painting Bundle 2. Da ist das nochmal alles genau aufgelistet. Und dann könnt ihr hier direkt drauf gehen auf diesen Button. Und mit RC-Solec bekommt ihr die 30%. Also unter Blog, hier auf den Blog gehen und dann da auf die Lampe. Da ist das alles mit drin, wenn ihr dann das da genau wissen wollt. Ne? Sonst noch Fragen zu den Lampen jetzt gewesen? Soweit hatten wir ja da eigentlich alles schon... Du hast ja auch erzählt. Verschiedene Vorstellungsvideos. Über genau, die kann man sich angucken. Ja. Genau. Von daher da auch genug, ne? Ja. Zu den Objektiven kommt noch was. Blaover-Objektive, weil die einfach geil sind. Manuelle Objektive. Ihr könnt hier, sind komplett manuell, die Blende manuell verstellen und sowas. Das ist halt für Lightpainting ein Träumchen, dass man die Blende verstellen kann. Und das sind so geile Dinger. Die Sternchen sehen bei den Blaover-Objektiven so cool aus. Da muss ich noch ein Video zu machen, noch ein Testvideo, um euch das zu zeigen. Und dazu erzähle ich auch gleich noch mehr. Und weil manchmal noch Fragen kommen, was ist mit Olympus? Wie geht's mit Olympus weiter? Natürlich geht's mit Olympus weiter. Ich habe mit Olympus ein Videomeeting nächste Woche. Da fahre ich alles, wie es jetzt weitergeht, mit welchen Plänen gibt es, bla bla. Und danach kann ich noch mehr erzählen. Aber es ist Neues geplant, kommen hier neue Produkte von Olympus. Da kann man gespannt sein, was es Neues noch gibt. Also ich hoffe, dass wirklich neuer Wind reinkommt in das Ganze. Und wir dann da auch dann versorgt werden mit neuen Infos von Olympus. Das um zu wissen, wie es weitergeht.
Jo. Wünsdorf, ja, schreibt einer. Wir hoffen, dass Wünsdorf funktioniert. Ich hoffe es sehr. Und kommen wir mal zum Festival, würde ich sagen, oder? Wollt ihr Infos zum Light Painting Festival? Habt ihr Bock auf Light Painting Festival? Am Wochenende startet ja dann der Verkauf. Wir haben es jetzt so gemacht, dass fürs Light Painting Festival am Sonntag um 12 Uhr die Tickets verkauft werden. Und dann wollen wir einfach mal sehen, was passiert. Bin echt gespannt. Also wenn ihr es schafft, dass wir innerhalb von 12 Stunden ausgebucht sind, dann spendiere ich halt eine Runde Sekt. Also eine große Runde Sekt auf dem Festival, habe ich gesagt. Ich tanze auch wieder am Tütü, kein Problem. So mache ich gerne. Kommen wir aber mal dann dazu. So, Light Painting Festival 2021 steht an. Hashtag LPF 2021. Genau. Das ist der Hashtag. Hier seht ihr einmal das Bild vom letzten Jahr. Ich habe das mal mit Photoshop umgeändert und einfach mal geswitcht. Ich lese gerade da noch einen Kommentar, mit Livecom einsteigen können. Arthur, ich kann dir empfehlen, ich mache am Mai noch einen Workshop in Hamburg zu dem Thema Olympus, Livecom, Lifetime, wie das Ganze funktioniert, wie man Olympus-Kameras richtig einstellen kann und sowas, da einfach mal mit hinkommen. Und kommen wir zum Festival trotzdem. Das Festival dieses Jahr... Wir haben es um einen Tag verlängert, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Letztes Jahr hatten wir von Freitag bis Sonntag das Festival. Dieses Jahr soll das Festival von Donnerstag 13 Uhr bis Sonntag Vormittag gehen. Also einen ganzen Tag länger. Wir haben jetzt 3 Nächte, das ist heftig. Wir haben das gleiche Gelände genommen. Wir haben echt hin und her geguckt mit den Geländen, was kann man für ein Gelände nehmen fürs Light Painting Festival, was funktioniert dort, welches Gelände ist gut. Und wir haben uns wieder entschieden, halt nach Grabowsee zu gehen, weil einfach doch das Gelände gut ist. Wir konnten uns mit dem Eigentümer halt dort jetzt ganz gut einigen, mit den ganzen drumherum, und dass das alles funktioniert, dass wir nicht wieder gestört werden durch ein Metal-Musikvideo-Dreh und sowas. Hoffen wir mal, dass das alles besser läuft. Wir haben uns mehrere Gelände angeguckt, auch andere, auch unter anderem halt oben das alte Artbase-Gelände halt, diese Psychiatrie dort, die kommen alle nicht in Frage. Wir haben Absagen gekriegt, wir haben Preise bekommen von über 2000 Euro pro Tag. Das können wir alles nicht bezahlen. Deswegen müssen wir halt wieder, also nehmen wir halt wieder Grabowsee, und Grabowsee ist ja auch einfach geil. Irgendwo ist einfach das Gelände cool, und letztendlich macht das Ganze drumherum ja auch erst dieses Feeling aus. Also ich glaube, wir könnten sogar auf dem Campingplatz, und mit euch wäre es einfach trotzdem so cool. Das Festival ist vom 26.08. bis 29.08., also Donnerstag bis Sonntag. Wir haben ein riesengroßes Programm für euch gemacht, und wir wollen auch wieder halt eine große Basis aufbauen. Wir bauen wieder mehrere Zelte. Wir haben mehrere Unterstützer wieder. Diesmal ist das Ganze powered by LED-Lenser. LED-Lenser ist halt jetzt Hauptsponsor mal von dem Festival. Dann unterstützt uns wieder Olympus mit Leihkameras. Rollei unterstützt uns mit Stativen, mit Lichtequipment, was wir da haben wollen. Laowa ist dieses Jahr dabei. Laowa wird uns mit Objektiven unterstützen. Und ganz cool ist, von LED-Lenser und von Laowa werden Leute direkt vor Ort sein. Also ihr habt direkte Ansprechpartner diesmal von LED-Lenser und von Laowa. Und außerdem werden wir noch von dem Projekt hier von Marc Kairies unterstützt mit seiner Kamera Minotera. Ja, mach ihn nur lustig. Die unterstützen uns alle. Ich versuche gerade noch ein paar mehr noch ranzukriegen. Ob jetzt der Jochen Kohl mit Canon und Drucker dabei ist, kann ich nicht genau sagen. Also er hat gesagt... Er sagt, die Chancen stehen gut. Die Chancen stehen gut. Zu sagen konnte er noch nicht. Zu 95% wird wieder Jochen Kohl mit Canon Drucker da sein, dass ihr wieder alles drucken könnt direkt vor Ort, und dass es Druckworkshops gibt. Die sind jetzt noch nicht aufgelistet, weil wir noch nicht die finale Zusage haben. Corona-bedingt hat Canon noch nicht zugesagt. Aber die Chancen stehen sehr, sehr, sehr gut, dass wir diesen Service euch wieder geben können. Wir bauen halt wieder dieses riesen Camp auf. Ihr könnt dort zelten. Ihr könnt dort mit einem Wohnwagen im Auto schlafen. Kleines Zelt, bitte. Kleines Zelt. Bitte nicht wieder mit euren riesen Familienzelten für 10 Leute ankommen. Wer ein Familienzelt hat, schließt sich
Ja. Bitte vielleicht mit jemandem zusammen. Also wir haben nicht unendlich Kapazitäten für so Riesenzelte. Ja. Versucht mal mit etwas kleineren Zelten dahin zu gehen. Steht der Drucker nicht noch? Nee, der Drucker, der wurde wieder abgeholt. Da kam die Spedition, nee, also der kam erstmal zu uns, dann kam die Spedition hierher mit dem Monster. Rosa Dixies hat man beim allerersten Festival. Aber ich kann extra nochmal für euch Rosa Dixies organisieren. Aber wie nein. Willst du die denn organisieren? Ich rufe an, ich will die Rosa Dixies. Genau. Wir verzichten auf Handwaschbecken, wir verzichten auf alles, ne? Aber ja. Rosa müssen sie sein. Nein, wir haben die gleichen Dixie-Toiletten wie letztes Jahr. Handwaschbecken, Desinfektion, alles, die sind ja top gewesen. Da kommt wieder alles mit rein. Ansonsten kommt wieder der Kühlanhänger, dass ihr eure Sachen wieder kühlen könnt dort. Mhm. Es kommt wieder dann halt Strom mit Ladestationen. Wasser haben wir halt Brunnenwasser dort. Und wir haben ganz viele Workshops. Und Sebastian, du cooler Hund, du. Guck mal. Es funktioniert. Eine Spende. Danke für die zwei Bier. Ja. Das finde ich sehr schön. Also, ihr seht, was Sebastian gemacht hat. Man kann hier für ein paar Bier was hinterlassen. Vielen, 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 vielen Dank. Sebastian, du musst auch mit zum Festival kommen. Finde ich auch. Wie hast du das gemacht? Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Ah doch, du kannst unten auf diesen Button klicken. Da gibt's so ein verkapptes Dollar-Symbol. Ja, auf dieses Dollar-Symbol kann man gehen. Aber dazu muss man wohl, hatte schon jemand geschrieben, dazu muss man wohl quasi eine Kreditkarte hinterlegen. Deswegen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es genau funktioniert. Aber irgendwie so geht das. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Festival. Festival-Programmpunkte. Wir haben da mehrere Sachen. Wir bauen ein großes Camp auf. Das Camp soll noch schöner werden, das Ganze. Damit das halt wirklich cooler noch wird für euch. Und wir haben extrem cooles Programm dieses Jahr an Workshops. Wir haben richtig, richtig viele Workshops. Aber das kann man auch direkt mal sagen, ne? Dieses richtig, richtig coole Workshop-Programm auf dem Light Painting Festival 2021, das ist nicht nur uns zu verdanken, sondern ja auch euch. Wir hatten ja einen Aufruf gemacht, dass wir auch Gastworkshop-Leiter sozusagen gerne dabei haben wollen. Und dadurch ist so ein richtig, richtig tolles, buntes Workshop-Programm zusammengekommen. Ja. Das ist echt genial. Das ist mega. Wollen wir mal kurz eine Vorschau auf die Homepage machen? Wollen wir mal kurz reingucken? Also wir könnten jetzt mal kurz, wenn die Maus verkehrt herumklickt, wir gucken mal kurz auf die Homepage, wie sie aussehen wird, wenn sie am Sonntag online geht. Warte noch kurz. Eine Zwischenfrage, weil jetzt doch nochmal im Chat jetzt gefragt wurde, so von wegen, das mit dem Dollarzeichen klappt nicht unbedingt, aber andere Idee, was ja auch durchaus geht, ist über PayPal einfach was zu senden. Hast du die Info@ oder welche ist es? Ja, info@solig.de über PayPal. Ja. Aber wir haben schon wieder 5 Euro hier für Bierchen gekriegt. Danke dir und danke Norm. darauf trinken wir 2-3 Bier. Scheint zu funktionieren, diese Funktion. Vielen, 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 vielen Dank euch. Also, wir gucken mal kurz in das Festivalprogramm rein. Das ist die Seite jetzt, die wir zeigen, wie sie am Sonntag dann online geht. Wir haben da ein bisschen mal was reingestellt. Die ist jetzt noch nicht zu erreichen, die Seite. Die ist jetzt nur vorläufig. Also, wir haben diesmal einen Gastworkshop-Leiter, ein extra langes Wochenende. Und, Naja. Also die Dings oben, die auf die URL kommt ja noch nicht, falls einer die URL sieht. Ups. Das ist eine warum hat denn der die wieder rübergesetzt hier? Warte mal. Wenn ich das jetzt... So, machen wir mal so. Dann ist die URL weg. Genau. Bei jedem Ticket
ist definitiv wieder eine Lampe mit dabei von LED Lenser. Und wir haben halt ein riesengroßes Programm. Und so wird das Ganze dann aussehen. Genau, also ihr erhaltet jetzt hier ja wirklich eine exklusive Preview sozusagen auf die Buchungsseite, die am Sonntag um 12 Uhr freigeschaltet wird. Genau, so wird die Seite dann ausschauen. Jetzt ist sie noch nicht freigeschaltet. Und wir haben mehrere Workshop-Leiter. Also einmal hat man mal mich. Kennt ihr die? Kennt ihr die anderen hier? Hier einmal der Marc Kairies mit seiner Kamera, erzähle ich gleich noch was. Claudia Weller ist dabei, Dennis Wolf ist dabei, Sebastian Valenta ist dabei und Dimitri Prokakis ist auch noch mit dabei und mega cool. Das, Dimi, danke. Danke Olaf, danke Peter. Ach, jetzt komme ich ja gar nicht hinterher, ey. Wespenschutz, ja. müssen wir Olaf für das, also Olaf hat beim letzten Light Painting Festival gemeint, er muss mal eine Wespe einatmen. Ja, ich möchte nicht wieder einen krankenwarmen Notarzt. Durch den Mund, ne? Von daher Wespenschutz für Olaf, ja, dann müssen wir ihm so einen Maulkorb scheinbar geben. Also ich finde es mega, wir haben diesmal vier Leute von euch, die einen Workshop geben zu vier verschiedenen Themen, da komme ich gleich noch zu. Also das ist schon mal ganz, ganz viel. Und halt unterstützt werden wir von Letlenzer, Olympus, Rollei und Laowa. Dann haben wir jetzt hier das ganze Programm. Was haben wir? Es ist natürlich vorläufig. Es kann sich noch ein bisschen was ändern. Wird sich vielleicht noch was ändern. So ist es halt einfach. Es gibt wieder Rundgang durch die Kelleranlage. Es gibt einen Rundgang über das Geländer. Wir machen Spiel Montagsmaler. Ich freue mich schon so riesig. Wir werden was Großes aufbauen, dass wir dann wirklich Montagsmaler machen können. Ihr kennt hoffentlich das Spiel, wo wirklich dann jemand mit der Taschenlampe muss dann halt einer was malen und alle anderen müssen das normalerweise halt normalerweise macht man es nicht mit der Taschenlampe, ja, aber wir machen es halt mit der Taschenlampe. Ne? Man macht es mit Papier. Wir machen das mit einer Taschenlampe und bauen dann da was Großes auf im Camp, dass das halt wirklich riesig wird. Das wird einfach geil. Genau. Ich freue mich jetzt schon. Also, weil auch aus den anderen Light Painting Festivals, wir fragen ja dann auch alle Teilnehmer immer nach Feedback. Und unter anderem war als Feedback halt auch wirklich mehrfach gekommen, zum einen, dass man sich einen Tag ja mehr wünscht, was wir ja dieses Jahr dann erfüllen. Und zum anderen halt auch wirklich, dass dadurch auch mehr Zeit wirklich für die Community ist. Also dass man danke, Dirk. Noch mehr zusammensitzt und einfach auch mal quatschen kann. Und deswegen halt auch die Idee mit dem Spiel und so weiter, weil das ne, einfach gemeinsame Zeit ein bisschen haben. Genau. Wir machen einen Kurs-Tool-Besprechung, also es soll kein Bastel-Workshop sein, sondern Tool-Besprechung, wo ihr dann zu uns kommen könnt mit Tools, mit Fragen zu bestimmten Tools, da wollen wir es beantworten, Hilfe geben, wie kann man was bauen, was gibt es da für Wege, was muss man beachten, was ist bei euch schiefgelaufen, da gibt es einen direkten Kurs zu. Dann gibt es einen Einsteiger-Light-Painting-Workshop, dann gibt es den Workshop, den Classic Orb. Da macht wieder Mike, unser feiner Orbdreher, wie man halt wirklich saubere Orbs mit der Schnur oder mit der Stange dreht. Mhm, weil das ist einfach etwas, was man eigentlich auch können muss. So ein Classic Orb, bevor man mit den krassen anderen Orbs anfängt, kann man nur empfehlen. Den Workshop Tube Light Painting mit Models gibt es. Dann gibt es einen Workshop zur Kamerarotation. Da machen wir noch höher, dass das nicht so ganz unten nur auf dem Bild ist. Ach so. Workshop zur Kamerarotation wird es geben. Da erklären wir euch, wie funktioniert das, worauf kann man achten. Bei den Kamerarotationen ein Light Painting Stationsworkshop. Das heißt, Kaleidoskop, Kugel und Pendel behandeln wir in diesem Workshop. Dann gibt es Nacht- und Sternenfotografie-Workshop. Wie fotografiert man schön Sternenhimmel? Wir haben einen Workshop zum Thema Olympus Lifetime Live Comp. Unterstützt von Olympus. Wie funktionieren diese Modi? Was kann man da machen? Wir haben einen Workshop mit manuellen Objektiven beim Light Painting, unterstützt von Laowa. Wir zeigen euch, warum sind Objektive, so manuelle Objektive so cool fürs Light Painting, warum zählen wir darauf. Da werden wir euch vorher abfragen, damit wir genau die richtige Anzahl an Objektiven von Laowa halt bekommen für euch. Genau, weil die gibt es halt mit verschiedenen Anschlüssen. Genau, das, ne? Da muss ich dann einmal rumfragen, aber ich versuche für Canon, Nikon, Sony, Olympus halt verschiedene Objektive zu bekommen, dass wir die testen können. Es gibt einen Nabel Laser Disco Strahlen Workshop, wie man mit diesen ganzen Strahlen arbeitet, direkt bei dem Ganzen. Und Trommelwirbel. Sehen Sie doch schon. Ja, Feuer und Pyro. Wir haben das. Oh, danke, Karin.
Wir haben die Erlaubnis bekommen, auf zwei bestimmten Plätzen mit Feuer und Pyro etwas zu machen am Grabosee. Das heißt jetzt nicht automatisch, dass ihr alle da mit Feuer und Pyro rumhantieren dürft, sondern wir machen es, je nachdem, wie es ist die Witterung, wenn das Feuer wieder mal zwei Monate trocken war, machen wir das natürlich nicht. Aber wenn es funktioniert, dann, also wenn es nicht zu trocken ist und die Gefahr nicht zu groß ist, machen wir es dort. Und wir arbeiten mit Feuer und mit Pyro und machen dort auch einen Workshop dazu. Und ihr könnt das dann unter Anmeldung dort auch machen. Also wir haben Feuerlöscher und alles so, damit wir da halt auch Safety First das Ganze machen können. Und gibt es dann dort auch. Es wird sich aber dann vor Ort zeigen, wo wir es da genau machen. Es gibt zwei Orte, da haben wir die Erlaubnis dieses Jahr bekommen. Gastworkshop-Leiter. Mega geil. Wir haben Taschenlampen-Yoga für euch. Die Anna, die macht einen Taschenlampen-Yoga-Kurs und vielleicht sogar zwei, je nachdem, wie das Interesse bei euch ist, gibt es dann morgens, um geiler in den Tag zu starten, Taschenlampen-Yoga. Und sie überlegt sich da genau etwas. Also bringt eure Yogamatte mit und dann morgens könnt ihr alle Taschenlampen-Yoga machen. Ich finde das so genial. Ich glaube, das wird... Ich würde mir alle vorstellen, oh, du Taschenlampe, und dann geht's los. Ich freue mich darauf richtig. Ich finde das eine richtig super Sache. Ja, Porträt-Shooting mit der Kamera Minotera. Der Marc, der bringt eine alte, analoge Großformatkamera mit. Naja, keine alte, sondern... auf alt gemacht. Genau, also mit alter, richtig, richtig alte, sofort, ja. Also alte Technik, wie soll man das sagen? Ja. Also, er hat halt eine analoge Großformatkamera dabei und macht historische Porträts von euch und macht dann mit dieser Kamera abends mit euch dann auch noch historische Porträts mit Light Painting. Analog. Also, genau. Also mega cool. Analog Sofortbildkamera. Ja, mitentwickeln vor Ort direkt. Genau. Und hammergeil. Ich glaube, sowas gab es noch nicht, sowas haben wir noch nicht gemacht, sowas. Habt ihr noch nicht gesehen? Hab ich noch nicht gesehen. Das wird richtig, richtig cool, allein mit diesem analogen Ding da zu arbeiten. Je nachdem, wie das Interesse ist, da müsst ihr erstmal vorher bekunden, wie groß da euer Interesse bei ist. Kriegen wir ihn vielleicht dazu, dass er zwei Tage das auch noch macht. Und weil ich das gerade sehe mit dem Pyro, natürlich... Pyro ist da nicht riesengroß Pyro, wir machen Pyro, was natürlich ganzjährig erlaubt ist. Wir machen keine anderen großen Pyros, die es zu Silvester gibt. Natürlich gibt es nur die Pyros, die Ganzjahrespyros, diese kleinen süßen Dinger. Also, weil ich das hier gerade sehe. Tortensprüher und sowas. Kleine Dinger. Das, was halt legal ist. Das, was legal ist und trotzdem schöne Effekte macht. Genau. Lichtblumen. Claudia macht einen coolen... Workshop, Theorie und Praxiskurs zu ihren Lichtblumen für euch und zeigt euch dann mal, wie sie diese ganzen Blumen auch macht. Finde ich mega cool, richtig schönes Thema. Claudi, ich glaube, das wird genial. Also ich wäre da auch sehr, sehr gerne dabei und ich denke, das wird wunderschön. Und ach, das wird ein schöner Blumenkurs. Ich glaube, der wird richtig, richtig süß. Dann haben wir Orbs mit Tubes, Blades und anderen Lichtwerkzeugen. Dann macht Dennis Wolf macht halt noch einen Kurs für euch als Gastworkshop-Leiter, wie er seine Orbs erstellt, halt diese Spiral-Orbs und alles mit diesen Tubes und so. Dafür gibt es euch dann einen Kurs. Dimmy zeigt euch dann den Bau von Pixie-Stick, wie man den sich selber baut. Mhm. Mega cool am Nachmittag. Zeigt euch da, wie das Ganze funktioniert und wie das dann abläuft. Da müsst ihr mir, also das kriegt ihr dann auch per E-Mail mit, damit wir genau wissen, wie viel das auch wirklich bauen wollen, dass ihr dann auch wirklich einen mitnehmen könnt. Aber kriegen wir auch hin. Ja, und Sebastian macht Lichtgestalt Burning Man, was wir vorhin gesehen hatten als Workshop. Und das ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Zählen wir mal kurz durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21 Programmpunkte an vier Tagen. Alleine das, was du da jetzt gerade so 21 einmal aufgezählt also hast. Also wir haben uns dieses Jahr überlegt. Da ist noch nicht, das ist jetzt ja noch nicht der richtige Timetable. Das heißt, da fehlt ja auch noch sowas wie das Gruppen-Light-Painting. Genau.
Was habe ich noch vergessen? Die Rundgänge übers Gelände oder waren die da mit? Die waren mit dabei. Okay, Keller und... Ja, Gruppenleitpainting fehlt da noch und es kommen noch andere Sachen mit hinein. Es war, mir ist gerade sogar noch was aufgefallen, was noch fehlt. Muss ich noch nacharbeiten. Also eigentlich sind 22 Programmpunkte auf 4 Tage verteilt. Wir haben uns diesmal überlegt, dass wir nicht die Workshops doppelt anbieten, sondern es ist wie bei einem Festival halt, dass es die Workshops nur einmal gibt und ihr überlegt euch jetzt, ob ihr halt zu Billy Talent geht oder ob ihr zu Papa Roach geht. Genau. Letztendlich, Festival. Es ist wie auf einem Festival. Du musst dir überlegen, auf welche Bühne gehst du. Wen willst du lieber hören? Auf welche Bühne? Vor welche Bühne? Vor welche Bühne gehst du? Du musst überlegen, wen willst du lieber hören? Und deswegen gibt es die Workshops nicht doppelt. Wir wollen halt ein cooles Programm, ein Riesenprogramm. Und ich glaube, wir haben echt ein Programm diesmal. Ja, das harte Entscheidungen liegen vor euch. Also ich könnte, also ja, also deswegen, also ihr... Wir können nicht so viele Teilnehmer in einen Workshop reinnehmen und deswegen haben wir das dann halt alles so mit reingemacht. Ihr habt dann hier so den vorläufigen Timetable. Am Donnerstag zum Beispiel gibt es direkt dann Kameraeinstellungen, Lightpainting für Einsteiger, Kamerarotation, Laserlicht und Feuerpyro. Genau. Direkt am Donnerstag. Und also am Donnerstag, ne, wir würden uns freuen, wenn so viele wie möglich von euch zwischen 13 und 15 Uhr anreisen. Ganz einfach, da werden wir die Anmeldestation halt vorne die ganze Zeit geöffnet haben. In der Zeit könnt ihr zu jeder Zeit kommen zwischen 13 und 15 Uhr und könnt dann direkt aufs Gelände. Danach werden wir es dann halt wieder immer nur zur vollen Stunde machen. Na? Ja. Das Ganze dann dazu. Dann Freitag haben wir auch wieder ein großes Programm, was hier schon mit drin steht. Wirklich, das geht vormittags direkt los. 11 Uhr am Freitag das Programm und dann halt auch abends mehrere Workshops. Die Workshops, da hier laufen zum Beispiel 3 Workshops gleichzeitig. Da müsst ihr euch dann halt überlegen, zu welchem Workshop wollt ihr gehen. Spielmontagsmaler machen wir sogar noch öfter. Und am Samstag geht es dann auch direkt los, morgens 10 Uhr mit Yoga und dann halt auch verschiedene Workshops, die dann da frei Schnauze halt quasi zu bedienen sind. Also da ist wirklich ganz viel und ihr könnt euch dann frei entscheiden, wie viele Workshops wollt ihr mitnehmen, was wollt ihr machen. Lieben Dank hier wieder an La Blanca. Dankeschön. Da bin ich echt gespannt, wie das wirkt, die Einladung, die Teilnahme an den Workshops, das machen wir vor Ort. Das machen wir für jeden Tag vor Ort. So dass wir es dann besser entscheiden können dann einfach und dass es dann halt fairer für alle ist. Wir haben hier, nochmal genau aufgelistet, was euch erwartet, was da alles drin ist, dann ein bisschen Infos über die Location, dann haben wir hier das Line-Up, wer ist alles dabei, was gibt es da alles, hier nochmal unser Gastworkshop-Leiter, dann haben wir die Firmen, die uns hier unterstützen dieses Jahr, dann haben wir hier Infos zum Übernachten, ihr könnt halt im Zelt schlafen, ihr könnt im Wohnmobil schlafen, wir haben halt einen Stellplatz für Wohnmobil, kein Strom und kein Wasser am Wohnmobil, müssen wir sagen. Nachdem du jetzt so toll über das ganze Workshop-Programm und so weiter erzählt hast, ist die Forderung ganz deutlich, Olaf, gib die Tickets frei, sofort. Ups. ihr könnt natürlich auch außerhalb schlafen, das ist auch möglich, machen ja auch manche, dass sie sich außerhalb eine Location suchen. Ja. Hier ist nochmal Infos über Verpflegung, über Strom, Wasser haben wir alles aufgeschrieben, was es dort gibt. Natürlich ein paar Regeln, die zu beachten sind und noch ein paar organisatorische Geschichten. Dann haben wir nochmal die Bilder, die Videos aus den letzten beiden Jahren und hier nochmal eine kurze Auflistung, was wirklich ist. Also im Ticket enthalten ist halt Aufenthalt mit privater Fotoerlaubnis für 4 Tage und 3 Nächte auf dem Gelände. Dann inklusive der Erlaubnis, auf dem Gelände campen zu dürfen. Das geht ja alles nicht einfach so eigentlich. Dann habt ihr die Teilnehmer an allen Workshops, an allen Programmpunkten ist mit im Ticket drin. Die Teilnahme halt dann wirklich an allen anderen Aktivitäten ist alles mit drin. Der ganze Orga-Aufwand, wir organisieren ja Partyzelt, Bierbänke ohne Ende. Wir bauen ja ein riesen Camp auf mit mehreren Zelten, Kühlanhänger, Dixie-Klos. Wir legen wieder über mehrere hundert Meter Strom, mehrere Lampen. Also es ist ja, wir werden dieses Jahr einen LKW sogar mieten müssen.
weil das Equipment schon wieder mehr geworden ist, kommen wir mit einem ganzen LKW an Equipment für euch. Plus noch ein Transporter. Ne? LKW und ein Transporter. Mike fährt den Transporter, wir holen hier einen LKW, damit wir alles hinkriegen. Also es wird riesig, es wird gigantisch und es wird groß. Und ich habe die Philosophie, dass wir dieses Jahr das Camp so geil wie nie machen mit Licht und es wird einfach schön. Also in meinem Kopf ist das mega schön. Wir müssen dann schon mal eine Woche zum Aufbau einplanen. Ja. Im Ticket enthalten ist auch Ausleihservice. Ihr könnt halt Kameras ausleihen, Objektive ausleihen, LED-Lenser, Taschenlampen, Roller, Stative, Laowe-Objektive und weiteres Fotozubehör. Führungen über und unter das Gelände. Das Angebot von Marc Kairies ist mit dabei mit der Kamera Minutera. Es warten verschiedene Fotografiestationen auf euch. Und gemeinsam machen wir auch noch ein Gruppenbild. Und in jedem Ticket ist außerdem eine LED-Lenser P4R Core-Stifttaschenlampe. Also diese kleine süße Stifttaschenlampe hier ist überall im jedem Ticket nochmal enthalten. Und zwar, ich gehe jetzt hier nochmal rüber, guck mal, ob die Kamera noch da ist. Akku blinkt, ich weiß. Diese süße Stifttaschenlampe, ich habe jetzt nicht direkt die P4R Core da, sondern die P4X, aber die P4R Core ist so ähnlich. Diese Stifttaschenlampe wird es dann dazu geben bei jedem Festival-Ticket mit verschiedenen Funktionen. Die hat auch einen Fokusmodus. Also bei jedem Ticket ist die definitiv dabei. Und der Preis von einem Ticket, jetzt kommt das Ganze. Wir haben zwei verschiedene Preise. Regulärer Ticketpreis sind 269 Euro. Das Early Bird Ticket, was am Sonntag online geht, sind 225 Euro pro Person. Und wie gesagt, bei den 225 Euro ist das alles mit drin und halt diese Lampe und noch ein paar kleine Überraschungen. 55 Tickets gibt es insgesamt. Wir haben das Ganze limitiert auf 55 Tickets. Mehr wollen wir einfach nicht machen. Es soll den familiären Charakter haben. Jo, das mal zu den Infos. Ich glaube, das wird mega. Am Sonntag kommt halt das Ganze. Ich freue mich riesengroß. Ich freue mich einfach mordsmäßig auf das Ganze und bin dann wirklich auch mal gespannt, wie ihr reagiert was ihr dazu alles noch sagt, weil ich da gerade lese. Wenn ihr jetzt Fragen habt, könnt ihr gerne Fragen stellen. Wir machen jetzt einfach mal eine lustige Fragerunde, Frage-Antwort-Runde. Und weil ich da gerade lese mit Strom, wir sind stark Strom dort angeschlossen. Wir haben dort gute Stromleitungen. Diesmal gibt es kein Musikvideodreh, so dass das nicht passieren sollte, dass dort irgendwie uns der Saft weggeht. Also, wenn da noch irgendwie Fragen sind, aber... Ja, vorhin war noch eine Frage, wie das dann wirklich mit der Ticketfreischaltung sozusagen läuft. Am Sonntag um 12 Uhr, hattest du ja gesagt. Auch wenn du sagst, das wäre nicht relevant, also die bisherige solec.de/lightpainting-festival-Seite wird in dem Moment sozusagen offline gehen und wir setzen die andere Seite, die wir euch jetzt eben schon zur Vorschau gegeben haben, dann online. Das genau. Heißt, es kann sein, dass ihr in dem Moment dann einmal eure Seite einmal refreshen müsst. Also F5 oder halt dieses Browser-Dreh-Symbolchen dann also einmal. Genau, ich muss einmal den Link ändern von der Seite. Das passiert dann einmal und dann schauen wir mal. Sonntag 14 Uhr sind die Tickets weg. Also wie gesagt, mein Versprechen gilt, wenn das wirklich passieren sollte, dass die Tickets innerhalb von 12 Stunden weg sind, die Festival-Tickets, dann kaufe ich mehrere Flaschen Sekt. Wie viel braucht man denn? Naja, für jeden eine, oder? Moment! Also dann werde ich, keine Ahnung, 20, 30 Flaschen Sekt organisieren und dann gibt es Shampoos für alle dort. Ich freue mich halt einfach riesig. Das Wetter muss noch mitspielen. Ist natürlich jetzt noch, wegen Corona kam schon mal die Frage. Genau. Was passiert, wenn Corona dazwischen kommt? Steht auch alles mit drin. Was passiert, wenn natürlich Corona es nicht zulassen sollte, dass das Festival stattfinden kann? Dann wird das alles storniert. Also ihr bleibt nicht irgendwie für Glühwein. Danke, Dennis. Noch ist kalt genug, ja. Ihr bleibt definitiv nicht auf euren Kosten sitzen. Ich will nicht noch mehr Tickets vor mir herschieben müssen und das ist alles immer so schwierig. Deswegen sollte Corona das Festival nicht zulassen,
dann stornieren wir alles und ihr erhaltet euer Geld zurück. Das ist mein Versprechen an euch, dass das halt einfach nur fair läuft. Ja. Im Ganzen, ne? Also ich möchte da irgendwie, ich will nicht sein wie, also ich habe ein schlechtes Gewissen einfach dann. Und außerdem, wir sind so eine coole Fanbase und deswegen machen wir das einfach so. Ja. Habt ihr Fragen? Hält der Server? Ja, keine Ahnung, ob der Server hält. Das ist 1 und 1. Also eigentlich sollte das halten. Sie sollten das hinkriegen. Ich weiß nicht, wie das wird. Also wir werden 55 Tickets haben. Ich schalte die frei und dann gucken wir doch mal, was da passiert. Hab ich, also bisher war das noch nie so. Das letzte Mal hat es ein bisschen gedauert, bis wir ausgebucht waren. Habt ihr noch Sachen auf dem Herzen? Habt ihr noch irgendwas? Wollt ihr noch was wissen? Du hast ja noch was notiert gehabt, glaube ich sogar. Du schreibst sie so fleißig mit. Nee, so besonders viel schlimm habe ich eigentlich nicht mitgeschrieben. Das war jetzt nichts zum Light Painting Festival im Moment. Da eine Frage, ob Magdeburg nochmal geplant ist. Ah, da kommt noch was. Mach's gut, Dirk. Magdeburg ist geplant, soll nochmal kommen. Natürlich alles, was jetzt ausgefallen ist, soll nochmal kommen, weil ich auch viele Nachfragen hatte nach nochmal mehr Workshops. Magdeburg wird es wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte geben. Das Problem ist halt, ich kriege die Termine jetzt nicht mehr unter im April, Mai. April ist voll, weil ich alles andere schon hinschiebe. Mhm. Mai ist schon so ein schwieriger Monat von den Lichtverhältnissen her. Dann muss man einfach mal gucken, wie das dann wird. Deswegen wird das dann, denke ich, eher so September, Oktober machen wir Magdeburg nochmal. So, ich sehe hier gerade, mit welchen Zahlarten können wir die Tickets bezahlen? Die Tickets könnt ihr mit PayPal bezahlen oder einfach überweisen? Also auf Rechnung. Auf Rechnung. Alles andere gibt es da nicht. Also einfach, ihr macht direkt PayPal. Bei der Buchung könnt ihr es machen oder ihr bestellt einfach auch per Rechnung. Es wird auch so sein, dass buchhalterisch die Rechnung, also der Zeitraum sehr lange sein wird. Also ihr habt so gesehen da Zeit dann. Ja. Also letztendlich auf Rechnung, also die zwei Geschichten gibt es dann. Plan B, falls eine Buchung nicht möglich ist. Falls eine Buchung nicht möglich ist. Ist das jetzt auf die Ticketfreischaltung LMS bezogen oder auf was? Ich glaube, also eigentlich muss alles funktionieren bei der Buchung. Solltet ihr kein Ticket mehr bekommen, solltet ihr da nichts kriegen mehr, wird es so sein, dass wir, eine Warteliste richten wir ein. Aber die kommt erst später. Also die wird dann, wenn es ausgebucht ist, kommt dann ein Formular rein, wo ihr euch eintragen könnt. Und ihr könnt euch dann auf eine Warteliste schreiben lassen. Und sollte jemand vom Ticket zurücktreten oder so, dann könnt ihr quasi das Ticket dann bekommen. Also dann werdet ihr automatisch angeschrieben, wenn ihr auf der Warteliste seid. Ich schreibe dann alle Leute an. Ist es ein Ticket frei geworden, wer will. Deswegen hatten wir letztes Jahr auch so. Da ist dann aber auch, wer zuerst kommt, mal zuerst. Genau. In dem Fall. Also wer dann von der Warteliste mich zuerst kontaktiert, ist dann dort zuerst mit drin. Und wir limitieren wirklich streng. 55 Tickets, mehr wird es nicht geben. Genau, und das auch nochmal. Ich hatte das schon in die Facebook-Veranstaltung einmal mit reingepostet, auch den Hinweis. Ne? Die Tickets zum LPF sind grundsätzlich Termin- und auch personengebunden. Also es ist auch nicht möglich, dass euch irgendwer einfach so versucht, ein Ticket zu verkaufen oder ähnliches. Damit wollen wir irgendwelchen Schwarzmarkt, Betrüger und so weiter einfach aus dem Rennen schießen, weil das jetzt gerade in der aktuellen Zeit halt immer mehr zunimmt, sowas tatsächlich. Eine Ticketübertragung ist immer nur möglich, wenn uns sowohl der bisherige Ticketinhaber wie auch der neue Interessent beide per E-Mail kontaktieren und wir das dann sozusagen... Genau. Managen. Ne? Also es geht nichts irgendwie querbeet, lasst euch da nicht übers Ohren hauen, wenn irgendwer was behauptet. Ja, soll ja alles seine Richtigkeit haben. Ja. Also gerade bei Facebook wird viel Schmuh gemacht. Genau. Also Tickets wirklich nur bei uns und wir gleichen halt die Tickets mit den hinterlegten Namen bei uns ab. Es sind
wird keine wirklichen Tickets geben, sondern wir haben halt unsere Buchungslisten, wo eure Namen mit drin sind. Und wir brauchen halt euren Namen. Also ihr müsst schon direkt den Namen auch angeben, für wen das auch gedacht ist. Dass dann da alles läuft. Aber ich bin gespannt. Also ich freue mich riesig. Ich freue mich wirklich riesig auf dieses Festival, weil es wird so, oh, macht so Bock. Wir planen jetzt schon so lange wieder für dieses Ding. Und irgendwie, ja, ich würde es gerne noch größer machen. Ich würde ja gerne noch mehr Leute, aber dann hat es diesen Charakter nicht mehr. Es muss das eigentlich behalten. Und dann klappt das alles. Ja, ich bin am Sonntag um 12 Uhr unterwegs. Ich hoffe, dass ich um 12.30 Uhr noch ein Ticket bekomme. Ja, ich denke, Arthur, eine halbe Stunde, hallo? Nein, so verrückt ist die Welt nicht. Denke ich nicht. Das sollte schon eigentlich alles klappen. Wenn wegen Olympus Kamera, gebrauchte Olympus, weil ich das da gerade lese. Genau. Juhu, Dankeschön, Ian. Geil. Das freut mich sehr. Das Thanks freut mich a lot so. To Wales. Sehr, sehr geil. Weil gerade die Frage zur Olympus-Kamera noch kam. Ich habe ein Video gemacht mal über Olympus-Kameras, welche sich lohnt für Lightpainting, weil welche Olympus-Kamera lohnt sich für Lightpainting, ist immer so. Ja. Kommt immer drauf an. Du kannst mit der 10er fotografieren oder mit der 5er oder mit der 1er. Also kommt drauf an. Also wenn du eine gebrauchte findest, würde ich sagen, die 5.2 oder die 1.2. Also die 5.2 ist schon eine Top-Kamera von Olympus. Ja. Ansonsten, wenn du eine gebrauchte 1.2 findest, ist es natürlich noch besser. Weil die 1.2 ist einfach top. Also da würde ich einfach gucken. Da schauen wir einfach mal nach. Ich weiß irgendwie gerade nichts mehr zu erzählen. Ich trinke mal was von dir. Das ist ja leer. Das ist auch mein. Ja, ich trinke Wasser. Ist ja auch noch Cola. Mann, ey. Wie sieht's aus bei euch, Leute? Habt ihr noch Fragen? Ich habe jetzt hier schon 2 Stunden geredet. Irgendwie habe ich alles verquasselt. Wir hatten noch viel vor. Es kommen noch so ein paar Sachen wie diese Bonuskarte, die kommt natürlich noch. Wenn wir Workshops haben. Ja. Wenn wir Workshops haben, erst dann kommt das Ganze zum Bonuspunkte sammeln. Er muss kochen. Mach's gut, Mario. Viel Spaß beim Kochen. Ja, Tickets kannst du eigentlich auch von unterwegs kaufen. Das musst du eigentlich auch noch gehen. Schnell. Weiß ich nicht. Tja. Ja, oder frag jemanden, dass jemand mit kauft. Theoretisch könnte das. Also ihr könnt euren Namen halt bei der Buchung hinterlegen. Es ist vieles möglich. Aber nicht, dass jetzt hier einer auf einmal 20 Tickets kauft. Das ist... Ja, da muss man wohl nochmal ein Limit reinhauen, ne? Ja, ich muss da, glaube ich, nochmal irgendwas mitmachen. Ja. Immer F5 drücken, jawohl. So ist was gut passt. So machen das Leute auch, wenn die auf die richtig, richtig großen Festivals gehen wollen. Ne? Da werden auch ganze... Ticket-Buchungskommunen geschlossen und alle drücken F5, bis einer in der Hoffnung dann das richtige Buchungsformular aufhat. Ich freue mich auch riesig. Das wird. Vielleicht schaffen wir auch nochmal was anderes. Stammtische wollte ich gerne hier weitermachen, aber über Stammtisch brauchen wir aktuell, glaube ich, nicht reden. Wenn das mit Corona vorbei ist, soll es auf jeden Fall. Ja, 2 darfst du auf jeden Fall. Soll es auf jeden Fall auch wieder Stammtische geben. Wenn das Ganze vorbei ist, dass man sich ein bisschen treffen kann. Ich möchte wieder, dass man sich irgendwo treffen kann. Mein Träumchen war eigentlich, dass man mal so eine Stammtisch-Rundtour macht durch Deutschland. Und ich möchte, dass wir uns ja connecten, weil Lightpainter sind so wenige und so eine kleine Gemeinschaft, dass man sich dann da schön verbinden kann und connecten darf. Und genauso soll es halt auch das Starwolle-Event wiedergeben. Da müssen wir aber auch mal gucken mit dem Starwolle-Event. Ich denke, April wird nicht dieses Halbjahr, aber vielleicht wird es ja im nächsten Halbjahr was, dass wir da das Starwolle-Event auch wieder machen können. Aber das muss man einfach mal gucken, wie sich das alles
entwickeln wird. Das kann man nicht sagen. Ja. Also wenn jetzt keiner mehr großartige Fragen hat, 2 Stunden sind rum, dann wäre ich in der Theorie auch durch. Also ich weiß nichts mehr zu erzählen. Ich weiß nichts mehr. Ich habe wohl das Festival erzählt. Ich habe das gemacht. Ich habe das gemacht, was ich wollte. Ich gebe euch jetzt noch 5 Minuten. Wenn ihr noch Fragen habt, haut sie rein. Ich beantworte euch noch gerne alle möglichen Fragen. Ansonsten habe ich halt wirklich jetzt aktuell keine weiteren Themen mehr. Ich habe alles, was es so gibt in der Welt, weil durch Corona passiert ja nicht so viel. Ich hocke hier in der Lüneburger Heide. Ich mache meinen normalen Kram und Merch, was lese ich? Was? Achso. Ja, kam vorhin die Frage, ob wir schon mal über Merch-Artikel von Sodeck nachgedacht hatten, und daraufhin habe ich eine Gegenfrage gestellt, was derjenige sich denn vorstellen würde, so an Merch. Und da kamen unter anderem T-Shirts oder auch Autoaufkleber, Lanyards, ein Abdecktuch oder halt eine Cap, irgendeine Kopfbedeckung halt. Ja, haben wir auch schon mal drüber nachgedacht, logisch. Die Frage ist halt immer, das kostet schon alles recht viel Zeit, vor allem, das also zu planen und Angebote einzuholen. Aufkleber gibt's ja. Genau, normale Aufkleber gibt es ja. Das sind ja diese Sole-Grob-Aufkleber, die kriegt ihr eigentlich überall, wo ihr mich findet oder wenn ich euch mal wieder was schicke oder keine Ahnung, die bekommt ihr überall, wo wir sind. Hättet ihr denn Interesse an T-Shirts? T-Shirts habe ich ja auch schon häufiger nachgedacht. Ne? Also hättet ihr Bock auf T-Shirts so zum Thema Lightpainting oder so Solek-Dinge oder Solek-Rock-Shirts? Ich weiß es nicht. Es ist immer die Frage, würdet ihr sowas kaufen oder ich weiß es nicht. Es ist immer die Frage, ob da Interesse dahinter ist. Wenn genug Interesse ist, können wir sowas anleiern. Wenn nicht, lohnt es wenig. Da muss man einfach mal gucken. Modelleisenbahn, ja, uns ins Klein. Claudia Weller in Maßstab 1 zu 87, ne, für die Modelleisenbahn hier, Herr Solek und ich dann. Ich habe Olaf auch schon mal vorgeschlagen, wir müssten mal einen Deal mit der, mit dem Miniaturwunderland in Hamburg machen. Ich finde auch, da sollten mal so ein Solek-Workshop, finde ich, sollte da eigentlich mal irgendwo aufgebaut werden als Miniatur. Okay, ich sehe ja schon. Solek-Shirts, okay. Tabi, das ist eindeutig. Ich glaube, du musst mal was zum Thema Shirts machen. Wir werden da mal arbeiten. Meine Maus ist eingeschlafen, kann nicht wahr sein. Gebt noch mal kurz Feedback sozusagen, gezielt zum LPF hin, dann mit LPF-Thematik auf dem Shirt oder ein anderes, sozusagen allgemeineres. Ich lese hier gerade ganz noch viele Solek-Shirts, ihr wollt wahrscheinlich hier Solek-Rock, mein kleines Männchen mit Solek rockt oder sowas. Wir machen mal was, wir machen mal eine Umfrage, am besten in der Gruppe. Ja. Und dann legen wir mal eine kleine Kollektion zurecht, dass es so ein paar kleine Shirts gibt. Und das war da. Also wir hatten eigentlich noch mehr vor, aber das haben wir noch nicht geschafft. Aber mit ein bisschen Merch. Wir gehen das mal an, da hätte ich auch auf jeden Fall Lust. Zum Festival wäre mega cool. Zum Festival haben wir noch eine kleine andere Überraschung. Da kommt auf jeden Fall noch ganz, ganz viel anderer Kram, schöner Kram noch mit. Ich hatte allgemeines Shirt, Solek-Shirt. Ja, machen wir. Miniaturwunderland finde ich auch gut. Ich hatte gerade was gelesen, jetzt ist doch schon wieder weg hier. Wo ist denn das wieder hin? Merch, bop. Achso, zu den Objektiven. Jetzt sehe ich das hier. Karin, ich hatte schon zu den Objektiven, die hatte ich eigentlich durch. Ein Tütü für alle Männer. Die Laowa-Objektive, da kommt ein Video. Claudia hatte ich gerade gesehen. Nächstes Video. Mit Videos beim ist immer so schwierig, ne? Man macht immer so ein Video für YouTube. Meine Motivation hat ein bisschen nachgelassen, weil die letzten Videos auf YouTube alle so unter 1000 Klicks hatten. Ist natürlich, dann macht man 2 Tage Arbeit für ein Video und dann muss man sich mal motivieren, für so wenig Klicks dann letztendlich da noch was zu machen, weil es viel Arbeit ist, wo man eigentlich letztendlich nicht wirklich was bekommt bei diesen Dingern. Ich mache zu den Objektiven auf jeden Fall ein Video. Ich wollte hierzu noch ein Video machen.
Diese Holotubes, das ist meine kleine Holotube, die ich hier gebastelt hatte. Die sieht man ja auch so schön, wie das Ganze mit der Folie funktioniert, weil ich da mehrere Folien schon getestet habe. Da machen wir vielleicht noch ein Video, um da anders ein bisschen zu sehen. Ich habe mir hier auch so ein ganz anderes professionelles Tool gebaut. Nehmen wir mal die Lampe. Um dann einfach mal zu sehen, wie das Ganze funktioniert. So, da sieht man das schön. Und glaube zu dem ganzen Thema Holo, weil Holo gerade diese holographischen Sachen so in sind, machen wir da noch ein kleines Video. Tutorials werde ich nicht machen direkt bei YouTube, weil Tutorials mache ich einfach in den Workshops. Wenn ich alles kostenfrei bei YouTube hochlade, dann brauche ich keine Workshops mehr geben. Naja, und brauchst dann halt nur noch Light Painting als Hobby machen. Ja, also letztendlich kann ich das nicht machen alles. Dafür gibt es die Workshops und man lernt das in den Workshops viel besser als über so ein blödes Video. Toolbauanleitungen mache ich gerne immer noch oder Tools vorstellen. Wenn ihr mal Wünsche habt, dass ich mal einen Hersteller anfrage, um mal ein Review zu machen zu bestimmten Sachen, könnt ihr mich auch gerne kontaktieren, wenn ihr da irgendwie Interesse habt, dass ich dann mal sagen soll, Lauver oder Olympus oder ey, Roller, schickt mir mal das zu. Einfach mal, um es auszuprobieren, um mal zu testen, ist das was. Sowas können wir auch immer gerne machen. Da könnt ihr halt das Ganze, müsst ihr einfach mal schreiben, was euch da interessieren würde, wenn das was wäre. Jetzt habe ich schon wieder nicht gelesen. Ja, Videos bei Insta pushen, ja, Videos bei YouTube, das ist halt, Light Painting ist halt so ein kleines Steckenpferd mit Light Painting. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich überlegt hatte, davon zu leben, weil Light Painting ist einfach so klein, das ist so eine kleine Nische. Und es ist so wenig, also dann die normale Fotografie hat mehr Anhänger als wir uns hier im Light Painting. Aber es macht es ja gerade auch so schön, das Ganze, dass wir halt so eine tolle Community sind und dass wir uns alle einfach kennen, das finde ich einfach geil. Ja, ich wollte gerade sagen, ne, wir sind jetzt ja aktuell immer noch 90 Leute und Thema Community und das arme Feedback, ne? Also man ist ja doch immer ein bisschen abhängig davon. Wir haben noch nicht aufgefordert. Ach ja. Drück doch mal den Daumen hoch. Drück mal hier alle den mag ich Bewertungen. Wir sind nur bei 46. Was soll denn das hier? Genau. Das ist halt wirklich, ja. Letztendlich pusht das gerne ein bisschen, pusht gerne, ich sage immer, abonniert den Kanal ganz gerne, gebt gerne mal ein Like, wenn euch was gefällt, es ist immer, es tut nicht weh, aber letztendlich ist es wirklich leider echt wichtig, so ein blöder Like und ein Kommentar, mal einen Kommentar reinhauen. Genau, ich habe mich da heute auch erst wieder mit einem Kollegen drüber unterhalten, auch gerade wenn ihr aktiv auf Facebook seid. La Overwelle. Also wenn ihr aktiv auch auf Facebook unterwegs seid, geht doch einmal bei Solek bitte vorbei, lasst nochmal ein Like dafür für ein Bild, was euch da gefällt oder was, schreibt gerne einen Kommentar. Ja, das ist alles so ein bisschen eingeschlafen leider. Ja, Facebook straft im Moment Seiten, vor allem Fotoseiten, habe ich das Gefühl, extrem ab. Also eigentlich müssen wir uns alle ein bisschen unterstützen. Ihr seht nicht mehr unsere Beiträge, genau. Das ist total traurig. Den Daumen, da musst du einfach bei Gefällt mir da unter dem Video drunter klicken. Ja. Einfach klack, klack, Daumen. Ich sehe es, es geht nach oben. Vielen, 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 vielen Dank. Das freut uns riesig. Genau, wenn er blau leuchtet, dann hast du ihn schon angeklickt. Ja. Sehr schön. Ja. Danke, ihr Verrückten. Jo. Exakt. Noch was? Nee. Wir haben die Bilder angeguckt und darüber was erzählt, die eingereichten Bilder. Wir haben ein bisschen über deine neue Ambassador-Tätigkeit geredet. Ja, ich mag die sehr. Und ja. Also vor allem halt, wie gesagt, auch beim Light Painting Festival haben wir es direkt mit eingebaut. Ne? Die sind so süß, guckt euch die an. Gerade halt das Manuelle. Also hier drüber gibt es ein Video. Und da müsst ihr einfach mal auch sagen, welche Objektive interessieren euch. Lieben Dank, Stefan. Hier müsst ihr wirklich einfach mal sagen, welche Objektive wollt ihr mal gerne näher kennenlernen von Laowa. Da ist auch die Möglichkeit, halt, dass ich euch alle Objektive näher vorstellen kann, weil ich da direkten Kontakt jetzt habe und euch ein bisschen näher ranbringen möchte, auch an diese Objektive, dass wir da ein bisschen mehr machen.
soll es auf jeden Fall geben. Ja. Und das hast du mich unterbrochen. Ich wollte zusammenfassen, ja, Entschuldigung, wir geredet haben. Ob wir noch was vergessen haben. Nein. Aber nein. Der größte und wichtigste Punkt, glaube ich, war, dass wir euch halt wirklich diese exklusive Preview schon einmal auf das Light Painting Festival 2021 geben. Auf das geniale, bunte Workshop-Programm, was nur dank der tollen Gast-Workshop-Leiter möglich ist. Vielen, vielen, vielen lieben Dank auch nochmal an der Stelle. Das wird mega. Wir freuen uns wirklich riesig. Ich glaube, da kann ich für uns alle sprechen. Das ist so toll. Als ich da schon auch die unterschiedlichen Bewerbungen gelesen habe, da habe ich dann auch schon vor Freude zwischendrin mal aufgequietscht und habe gesagt, da will ich auch hingehen. Bei dem ganzen Programm für das Festival wüsste ich echt nicht, das wird so geil. Und mein Träumchen ist ja wirklich, dass das Camp richtig schön wird. Wenn das Camp richtig, richtig schön wird und dann noch mit Schwarzlicht und hier und da und herrlich. Also soll ein Mecker für Lightpainter werden. Es soll wirklich einfach nur geil werden. Und die Objektive sind... Tipp ich schon gerade. Ja, die Objektive sind für alle. Also das, was ich jetzt hier habe, ist für Olympus. Ist das 7,5er. Das ist mega cool. Und ich habe jetzt eine ganz neue, habe ich noch gar nicht ausprobiert. Das ist, jetzt muss ich wieder drauf gucken, 17 mm. Aua. 17 mm mit einer 1,8er Blende. Und auch alles manuell. Manuelle Fokusstellen, manuelle Blende. Richtig, richtig cool. Tolle Schärfe. Die sind für Olympus, die ich jetzt hier habe. Es gibt die natürlich von Laowa, aber auch für Canon, Sigma, Sony. Danke, René. Dankeschön. Also da gibt es ganz viele. Gibt es eine Zeitmaschine auf dem LPF? Ja, genau, das wollte ich auch gerade. Frederik, du musst hier den... wie bei Harry Potter, dieses Zeitumkehrer, was Hermine Granger da, die Superstreberin, hat. Dann kannst du auch alle Vorlesungen doppelt sozusagen besuchen. Also von den Laowa-Objektiven, weil ich da gerade mehrere Fragen sehe, die gibt es für Olympus und die gibt es für Nikon. Auf laowa.de kriegt ihr ganz viel. Wir werden dort aber demnächst mal für euch ein Video machen und ihr... So ist, wenn es der Plan möchte, wir werden ein... Kann ich das schon verraten? Was? Ich weiß nicht, ich habe dir nicht zugehört. Den Laowa-Verkauf. Ja, unter Vorbehalt, ne? Ja. Unter Vorbehalt werden wir die Objektive für euch von Laowa vertreiben und euch super Preise für Laowa-Objektive machen. Das tüfteln wir gerade raus und da kommt dann noch ganz viel dazu. Werden wir euch dann demnächst damit neuen Infos mal versorgen, dass ihr die zu coolen Preisen auch bekommt. Also das ist der neue Deal, den wir da aushandeln konnten, damit das alles auch für euch wieder mit funktioniert. Video zur Erinnerung wird wieder gedreht. Wir drehen wieder ein Erinnerungsvideo natürlich auf dem Festival. Ob es der Jonas macht, muss ich mal sehen. Das ist letztendlich das Erinnerungsvideo fürs Festival. Gucken 1000 Leute in einem Jahr. Also es rechnet sich nicht, da jemanden fest anzustellen für ein Video auf dem LPF. Deswegen werden wir vielleicht nebenher einfach die Kameras laufen lassen oder so. Müssen wir mal gucken. Aber es ist geplant, dass es ein Erinnerungsvideo gibt. In Erinnerungsbilder natürlich und alles. Ach so, ich habe noch ganz vergessen. Auf dem Festival machen wir eine interaktive Ausstellung. Ach, das ja auch noch. Ja. Auf dem Festival machen wir noch eine interaktive Ausstellung für euch. Und zwar wollen wir dann eure Bilder, wenn ihr teilgenommen habt, dann da zeigen und wollen dann wirklich dann interaktiv auf mehreren Monitoren dann eure Bilder laufen lassen als Ausstellung. Das soll es dann da auch noch dazu geben. So, jetzt waren hier mehrere Fragen. Ich versuche hier gerade wieder, soll ich eine Gewandung mit einpacken? Was? Wo? Was? Na, Jost. Ach so. Mittelalter. Okay. In welcher Gewandung du dich auf unserem LPF aufhalten möchtest, das bleibt dir überlassen, durchaus. Okay. Ich meine, mit so einer historischen Kamera Minutera, dann noch in historischer mittelalterlicher Gewandung. Ja, das würde ganz gut passen. Die sind historisch nicht ganz auf dem gleichen Zeitpunkt gewesen, aber trotzdem ja eine witzige Kombi. Ne? Vielen, vielen Dank.
Ja, Laowa hat schöne Objektive. Die sind wirklich Ja. sehr, sehr cool. Die Preise bei Laowa, die gehen. Genau. Also das hatte Olaf ja schon gesagt. Guckt euch gerne schon mal bei Laowa um. Wir geben schon mal in Aussicht, wir werden für unsere Solec-Leute da bestimmt auch noch was am Preis Genau, machen wir können. machen da was am Preis für euch. Ne? Grober Überblick, dieses hier kostet etwa UVP 620. Irgendwie sowas seht ihr hier. 620 ist das 7,5 mm Blende 2.0 von Laowa für Olympus, grob. UVP. Und wir machen da natürlich einen coolen Preis für euch. Das steht außer Frage. Das soll es auf jeden Fall geben. Echte Ausstellung. Wir können auch eine echte Ausstellung machen, wenn jeder ein Objekt in einem Bild Ich mitbringt. wollte gerade sagen, wenn ihr Bilder mitbringt Wenn und ihr die Bilder dann. habt, können wir auch eine echte Ausstellung machen, weil Raum haben wir ja genug. Und dann können wir auf dem. Ja, müssen wir fragen, ob wir den Raum dann entsprechend präparieren dürfen, damit da Bilder aufzuhängen Ja. sind. Also wir machen eine digitale Ne? Ausstellung dort, eine echte Ausstellung Genau. können wir auch machen. Vielleicht könnte man sogar eine echte Ausstellung machen, wenn wir doch wieder Canon mit haben. Vielleicht kriegen wir da was hin, ich weiß es nicht. Das müssen wir mal gucken. Und soll es auf jeden Fall geben, aber da sprechen wir euch dann gezielt drauf an. Eigentlich dann, wenn ihr die Ticket gekauft habt, dann sprechen wir nur noch die Ticket-Leute an, die ja was haben. Jetzt gucke ich gerade, was war hier wieder was. Echte Ausstellung, Wandlung. Die Movie-Objektive sind hier, die sind interessant. Ob du schon einen persönlichen Favoriten hast bei den Laowa-Objektiven? Persönlichen Favoriten. Das eine hast du jetzt gerade zur Probe, aber das hast du, glaube ich, selber noch nicht jetzt Das habe ich so zur Probe, das 17 mm habe ich aber noch nicht noch nicht getestet. getestet, Das genau. 7,5 mm, also umgerechnet 14 mm, also 15, Entschuldigung. Ist mega. Es ist halt ein Weitwinkel, krasser Weitwinkel. Das kleine Ding ist halt echt geil, weil du ganz, ganz viel drauf kriegst. Und für Sterne und so, das ist geil. Also ich liebe hier bei diesem kleinen Objektiv die Sternchen. Die Sterne bei dem Laowa-Objektiv sind tausendmal schöner, muss ich einfach so sagen, als halt bei dem Olympus 714-Objektiv. Hier sind die Sterne viel, viel schöner, kommen viel, viel besser durch einfach. Genau, Bibi-Druckaufträge. Letztendlich könnt ihr eure Bilder bei Bibi drucken lassen für die Ausstellung. Bibi, du kommst doch eh mit dem Transporter. Na Ihr fahrt doch eh mit eben. ein. Oder wir laden die Feuer bei uns oder sowas. Keine Ahnung. Kann man natürlich auch alles machen, dass das dann alles funktioniert. Also das ist alles Ja. gar kein Thema. So. Genau. Noch was vergessen? Also, Laura, wie gesagt, da habe ich jetzt genug geredet, da machen wir was. Von Netensa erwarte ich aktuell erstmal nichts. Über die neue Stirnlampe werde ich, glaube ich, noch ein Video machen, Review. Die finde ich sehr geil von Netensa. Die wollte ich jetzt hier eigentlich mitzeigen, habe ich jetzt hier gar nicht. Die ist richtig, richtig cool. Die gefällt mir, da soll es was geben noch. Und ansonsten würde ich jetzt einfach mal sagen, ja, genug geredet. Ey, ich habe jetzt hier über 2 Stunden geredet. Ja, das ist doch gar nichts für dich. Du bist wohl vollkommen aus der Übung. Der Junge ist gar nichts mehr gewohnt Ja, hier. was denn? Ich muss langsam ins Bett. Ich kenne das doch alles gar nicht mehr. So lange aufbleiben, Light Painting, Workshop bis morgens um 2, um 3 oder noch länger. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich danach sehne, mal wieder einen Workshop geben zu können und mal wieder irgendwie das ganze Feeling zu haben. Das macht so. Auf Dauer macht das echt keinen Spaß und ist frustrierend. Ich freue mich. Ich freue mich riesig, wenn das alles wieder läuft. Das wird geil. Ja, das kann man im Grunde genommen auch noch einfach mal so aus dem Nähkästchen plaudern, ne? Dir wurde jetzt ja einmal schon, als du angekündigt hast, dass du einen Workshop verschieben musst, wurde dir so ein bisschen an den Kopf geworfen, warum du das Ganze nicht einfach als Online-Veranstaltung machst. Andere kriegen das schließlich auch als Ja. Online-Veranstaltung hin. Ja, na klar, wir sind ja nur auch nicht auf den Kopf gefallen. Natürlich kann man Online-Veranstaltungen anbieten, aber es ist halt nicht das Gleiche. Ne? Nee, das ist, ich meine, wie soll ich denn online über Webinar
einem das zeigen, wie man Lightpainting macht. Über so einer kleinen Kamera und jeder sitzt in seinem Zoom-Ding und hat so ein kleines Bild. Und nee, will ich gar nicht. Das will ich nicht. Ich will Workshop wirklich, dass wir uns gegenüberstehen, dass wir uns live sehen und dass ich euch das direkt zeigen kann. Ja. Nur so will ich das. Deswegen fange ich da gar nicht erst an mit diesem Webinar-Zeug, weil für ein paar Sachen ist das gut, dieses Quatschen. Aber mit diesen wirklich, wie Sachen funktionieren, das bringt's nicht. Das bringt absolut null Punkte. Ich würde mich freuen, wenn ihr am 24.03. beim Island-Vortrag dabei seid. Mhm. Da freue ich mich riesengroß auf den Island-Vortrag. Ich will die 1000 Teilnehmer knacken. Helft mir mal, um der Foto und Adventure und Mount Olympus zu zeigen, ja, dass das funktioniert. Dass wir 1000 Leute zusammenkriegen, die gleichzeitig halt bei dem Online-Vortrag dabei sind. Der Online-Vortrag, der ist gratis, der kostet nichts, der ist sponsored by Olympus. Genau, der Reisevortrag. Der Reisevortrag über Island. Ich war 3-mal in Island. Ich war dort 3 Jahreszeiten. Ich war im Sommer, im Herbst und im Winter dort. 3 Jahre in Folge, habe echt lustige Sachen dort erlebt und möchte euch für diesen Vortrag dort halt, also ich möchte euch dann beim Vortrag ganz viel erzählen. Und zeigen, was habe ich da erlebt, weil Pleiten, Pech und Pannen, abgefallener Auspuff, festgefahrenes Auto, ich habe alles erlebt dort, abgefallene Lufthutze, alles. Wird mega lustig und deswegen helft mir mal mit, dass wir 1000 Leute bei diesem Live-Vortrag reinkriegen. Bei Norwegen waren 640 gleichzeitig online, ich will noch ein paar mehr. Einfach nur just for fun, einfach weil es Spaß einfach macht, sowas. Ganze. Und genau. Ich muss wieder hier durchlesen. Vortrag ist halt am 24.03. Über genau. Die Foto und Adventure läuft das. Du hast gerade den Link schon reingeballert. Irgendwie hängt das ja alles nach, ne? Das ist aber normal. Genau, da könnt ihr euch über diesen Link anmelden, kostenfrei für das Online-Ding und dann könnt ihr da wirklich kostenfrei einfach dabei sein. Genau. Falls ihr es zeitlich zu dem Termin nicht schaffen solltet, ist es aber trotzdem eine gute Möglichkeit, sich da zu registrieren, weil dann könnt ihr den Vortrag auch noch im Nachhinein anschauen. Dann erhaltet ihr nochmal den Link zu dem Vortrag. Danke. Auch. Na, dann geht es halt in dem Fall nicht live. Live ist natürlich immer cooler, weil da ist ja auch dann Platz für Fragen. Aber ja, im Nachhinein gucken. Genau. Zoom-Stammtisch, weil ich das gerade noch lese. Zoom-Stammtisch muss ich sehen. Zoom kostet halt. Wenn ich das machen möchte, dann muss ich gucken, ob sich das rechnet. Ob wir Stammtisch machen, einen regelmäßigen, weiß ich noch nicht. Kommt auf das Interesse drauf an. Hättet ihr Interesse auf so einem Stammtisch? Wenn man sagt, okay, wir machen so 20, 25 Leute Maximum, limitiert mit Anmeldung, so einen Stammtisch. Oder, ja. Ja, nicht. Also da müsste ich einfach mal wirklich Feedback von euch bekommen, ob das was wäre. Könnt ihr mal in die Lightpainting-Gruppe mit reinschreiben und uns dann ja, einfach mal Rückmeldung dazu geben. So. Ich glaube, wie soll man online saufen? Teams geht kostenlos. Dann gucke ich da mal bei Teams, wenn das was wäre. Stammtisch ist cool. Dann, ich schaue mir mal Teams an und dann versuche ich das mal hinzubekommen. Weil ich würde euch auch gerne mal hören. Das ist irgendwie ja, was Schöneres, genau. Wenn man die ganze Zeit in der Kamera redet und irgendwie hier wartet, dass jemand was tippt. Ja. Und keine Ahnung, einfach. Ja. So macht das keinen richtigen Spaß. Also wir schauen mal, dass das funktioniert. Es macht schon Spaß. Wir haben ja, wenn wir hier auch was eure Kommentare lesen, wir haben euch teilweise ja auch richtig vom Wortlaut und so sozusagen im Kopf, in den Ohren. Aber ja, wäre schon cooler, ne, wenn man sich da wirklich richtig austauschen könnte. Jits. Okay, also wir versuchen es mal. Jitsi. Ich schaue mir das mal an und dann ja. Machen wir Vorschläge, das. Vorschläge, die ihr jetzt gemacht habt. Teams, danke, und Jitsi. Danke für die Vorschläge. Das gucke ich mir einfach mal an. Ja. Und ich finde, das ist ein ganz guter Endpunkt. Und damit würde ich einfach sagen, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr alle eingeschaltet habt, dass ihr dabei wart. Hatten heute echt mal wieder einige dabei. Cool, dass noch so viele durchgehalten haben von euch.
Vielen Dank an die große Solek-Familie. Und ab aufs Sofa mit allen. Gönnt euch noch ein kleines Bierchen oder keine Ahnung was. Verpasst nicht am Sonntag einfach mit zuzuschauen, dass ihr das Festival nicht verpasst. Den Tickets buchen. Sonntag, 12 Uhr, pünktlich sein. Ich hoffe, dass ich pünktlich bin mit der Umschaltung. Ja. Ich sehe ja schon, dass irgendwas schief geht dort. Aber mal gucken. Ja. Ja. Also, vielen lieben Dank. Seid nachsichtig, wenn irgendwas nicht klappt. Ihr kennt uns ja. Passiert immer mal. Wir kriegen das dann wieder geregelt. Na? Schön, dass ihr alle da wart. Wir sehen uns das nächste Mal und wir hören und lesen und wir machen ein Herzchen für euch. Genau. Vielen Dank für den schönen Abend. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Wir lassen den Chat noch kurz an und dann sehen wir uns.